Schönen Dank, herzlich willkommen zur fünften Peyra-Matinée. Seit nunmehr 8 Wochen versuchen wir mit einem klaren Blick auf die Piraten und ihre Themen ein Angebot zu unterbreiten für die Partei und für Dritte. Unser Wunsch war, sonntagmorgens gegen 11 nach Möglichkeit zwischen 20 und 30 Teilnehmer zu versammeln, um mit diesen Gedanken zu entwickeln, die dazu beitragen können, den Piraten Erfolg und Stabilität zu verleihen. Wenn ich die Reaktion nicht hier am Sonntagmorgen um 11 alleine, sondern die des Netzes richtig interpretiere, ist durch die Matinee-Reihe eine weitere Aufmerksamkeit auf das Peyra-Projekt gelenkt worden. Das freut uns alle, denke ich. Und zwar deshalb, weil unser Grundanspruch ja der ist, Demokratie, wie es die Piraten versprochen haben, weiterzuentwickeln, ihr eine neue Qualität zu verleihen. Das ist natürlich ein Projekt, was nicht nur 8 Wochen dauern kann, sondern wir wissen, wir haben eine lange Zeit vor uns, wo wir denen, die wir erreichen wollen, unser Anliegen noch deutlicher vermitteln müssen, um in diesem Parteienspektrum zu bestehen. Dass wir diesen Test noch nicht ganz bestanden haben, habe ich gestern Abend mir nochmal durch das Hineinschauen in die Mediathek vergegenwärtigt. Joachim Paul, den wir heute Morgen hier begrüßen können, musste anlässlich der Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen in der Düsseldorfer Runde Rede und Antwort stehen. Und natürlich wissen wir, in einer solchen Situation, wo nicht mehr der Erfolg da ist, sondern mehr der Misserfolg, dass die Journalisten, die Fragen stellen, da auch gar nicht gnädig sind. Was mich erfreut hat, dass Joachim dieser Runde auch gar nicht um den heißen Brei herumgeredet hat, nämlich ob er zukünftig dabei sein wird, entscheiden nicht die Medien, sondern wir selbst. Und deshalb seine Kernaussage, wir müssen was unternehmen, um eben, wie gesagt, zukünftig dabei zu sein. Da wir aber bei diesen Matinee-Veranstaltungen uns nicht mit der Tagespolitik auseinandersetzen wollen, sondern mehr mit den Metathemen, ist nun zum Abschluss der Reihe das Thema aufgekommen, wie entwickeln wir den gemeinsamen Dachbegriff, der über unseren wunderbaren Einzelteilen zukünftig stehen könnte. Also wie beschäftigen wir uns mit der Thematik, was ist noch an Aufgabe zu lösen und könnte der Begriff Aufklärung 2.0 ein Begriff sein, der uns auf den richtigen Weg bringt. Das wird uns natürlich, jedenfalls versuchend, Joachim Paul erklären. Was mich freut, ist, wenn man sagt Aufklärung 2.0, dann gibt es da ja natürlich eine Vorläufergeneration. Eine davon ist 1784 Immanuel Kant. Was unterscheidet sich eigentlich von seiner These zum Thema Aufklärung zu deiner? Also ja, Joachim. Das war eine Steilvorlage und ich möchte erstmal herzlichen Dank für die Einladung und dann noch zu so einem Jubiläumsevent. Also ich finde, das ist für mich irgendwie auch großes Kino. Ich habe immer, egal wie groß die Runde ist, Lampenfieber. Ich bitte das zu entschuldigen. Ich will euch wirklich zu allen möglichen Dingen Rede und Antwort stehen, wie es möglich ist. Und so ein bisschen meine Sichtweise auch versuchen zur Darstellung zu bringen. Aber ich muss gleich dazu sagen, der Rainer hat es gesagt, ich werde euch das nicht erklären. Es gibt einfach Dinge, die können wir nur gemeinsam reißen. Das geht gar nicht anders. Zu Kant. Du hast mir eine Steilvorlage geliefert. Was ist jetzt der Unterschied zwischen der Kantschen, ich sag mal Aufklärung 1.0 und der Aufklärung 2.0? Ich möchte da erstmal gar nicht auf die Inhalte eingehen, sondern mit dir jetzt das Spielchen spielen, was ich mit Journalisten auch immer spiele, was gut funktioniert. Ich möchte die Frage nicht beantworten. Ich möchte mir selber eine stellen und die dann beantworten. Das klappt immer ganz gut, aber wir kommen zurück. Wir kommen zurück. Ich vergesse das nicht. Die Frage ist die, was hat die klassische abendländische Philosophie, ich sag mal von Platon bis Sloterdijk, Habermas,
mit der aktuellen Politik zu tun. Sie eignen sich beide auf derselben Hintergrundfolie. Es gilt das Primat des gesprochenen Wortes und der Schrift. Also nach Wittgenstein folgt dann aber auch, über das, worüber man nicht sprechen kann, muss man schweigen. Das können wir uns heute nicht mehr leisten. Es gibt eine Erweiterung von dem Philosophen Rudolf Kehr, der gesagt hat, über das, worüber man nicht sprechen kann, muss man schreiben. Und Wilhelm Flusser setzt da noch einen drauf. Vieles von dem, worüber man nicht sprechen kann, das kann man vielleicht rechnen. Rechnen auch im Sinne von bildlich rechnen und visualisieren. Politik und Philosophie haben dieselbe mediale Hintergrundfolie, nämlich das gesprochene und das geschriebene Wort. Und das ist für die Probleme, die wir heute weltweit haben, einfach zu wenig. Und wir Piraten kommen ja aus so einer, ich sag mal, rechnenden Generation. Viele von uns haben ja diese wunderbaren Devices und Maschinchen, eigentlich alle von uns. Was uns auch ein Grund dafür ist, dass es auf Piratenparteitagen noch keine Schlägerei gegeben hat. Das sage ich den Journalisten immer. Es gibt ja den Vergleich zu den Grünen. In der Anfangsphase hat es da tatsächlich Prügeleien gegeben. Ich denke an den Bundesparteitag in Neumünster in den 80ern, wo Jutta Ditfurth ausgetreten ist, wo der Bundesvorstand nur unter Polizeischutz den Parteitag verlassen konnte. Wir prügeln uns aus einem einzigen Grund nicht, weil bei uns zu viele teure Laptops auf den Tischen stehen. Ja? Aber das vielleicht nur als kleiner Schlenker an der Stelle. Wir müssen uns aber im konstruktiven Sinne prügeln und das ist ja auch hier ein kleiner Beitrag und die Vorgängerveranstaltungen waren ja auch Beiträge dazu, um das so ein bisschen zu klären. Zurück zur Hintergrundfolie, zur medialen Hintergrundfolie. Wir können uns das heute nicht mehr leisten und ich muss mir natürlich auch treu bleiben und nicht nur das gesprochene Wort zählen lassen, sondern an der Stelle auch ein Bild, und zwar ein gerechnetes Bild mal zeigen. Ich drehe es mal eben um. Das kann man natürlich nachher dann auch zur Verfügung stellen. Das, eine Rechnung von 2,7, 2,8 sind ungefähr 30% des Internet, wobei diese Linien in dem Netz die Längen der Signallaufzeiten darstellen. Und es gibt hier so kleine Cluster, so Tumore, das sind größere Klasse C-Netzwerke. Ich bin mir ganz sicher, eins davon ist von der NSA. Das ist die Welt, die, wenn wir sie beschreiben wollen, einfach mit Sprache nicht mehr befriedigend beschrieben werden kann. Und an der Stelle noch der Hinweis, das Parlament in Helsinki, das finnische Parlament, hat eine große Leinwand hinter dem Präsidium, wo die Abgeordneten, die Parlamentarier auch Grafiken und Kurven und Entwicklungen diskutieren können. Das ist bei uns noch nicht zulässig und ich hatte neulich am Rande des Ältestenrats, in der Fraktionsvorsitzende, da bin ich in diesem Gremium drin, einen kleinen Chat mit Christian Lindner, der da neben mir sitzt und er wurde sehr, sehr nachdenklich, als ich gesagt habe, es reicht nicht mehr aus, dass wir uns nur politisch auf der sprachlichen Folie verständigen, weil uns dort einfach Erkenntnisse und vor dem piratigen Hintergrund auch Transparenzansprüche verloren gehen, wenn wir uns nur rein auf Sprache beziehen oder beziehungsweise das als Transportmittel nutzen. Ich mache mal weiter hier. Es sind nur drei Bilder, ich klappe das gleich zu, also keine Angst. Ihr seht hier wieder so als Kreis ein Netzwerk mit roten und gelben Punkten. Das ist jetzt nicht irgendein elektronisches Netz, sondern das sind 1318 Knoten der Kapitalzusammenballungen weltweit. Und dazwischen laufen Kapitalströme und Besitzverhältnisse ab. Es gibt eine wunderbare, fantastische Arbeit von drei jungen Schweizer Wissenschaftlern, Glattfelder, Vitali und Stefano, zwei Männer, eine Frau. Die haben eine Systemanalyse gemacht auf der Datenbank Orbis 2007, in der mehrere Millionen Unternehmen gelistet sind, haben nach den OECD-Kriterien dort herausgeeinzelt diejenigen, auf die das Attribut transnationaler Konzern zutrifft, insgesamt 43.000, haben sich diese 43.000 genauer angesehen und haben dann festgestellt, es sind 1318, die 20% der weltweiten Umsätze kontrollieren und es sind 147 von diesen 1318, denen 40% der Werte der industriellen, also im Sinne der neoklassischen Theorie der volksbetriebswirtschaftlichen Werte zugeordnet sind. Allerdings mit dem Nachteil, dass diese 147 sich fast ausschließlich selbst gehören. Und damit haben wir fernab von jeder moralischen oder ethischen Fragestellung zum Thema Vermögensverteilung, Kapital oder so, ein quantitatives
Stabilitätskriterium. Wenn nämlich einer von diesen 147, das ist jetzt das letzte Bild, das sind mal nur ein Teil dieser 147 und wer näher rankommt, wird sehen, das sind alles Finanzdienstleister. Wenn man sich die anguckt und wenn einer von diesen 147 umfällt, tritt ein Dominoeffekt ein. Und wir haben das 2008 gehabt. Lehman Brothers ist hier noch dabei. Das heißt, fernab davon müssen wir uns, wenn wir politisch diskutieren wollen und wir reden mal fernab jeder moralischen, ethischen Ansprüche über sowas wie Stabilität im fortschreitenden Prozess in die Zukunft hinein, dann müssen wir uns auch über solche Dinge unterhalten. Dann dürfen wir an der Stelle, ich möchte Ideologien nicht unter den Tisch lügen, wir haben jeder eine im Kopf, also diese ideologiefreie Partei ist eine Illusion, das gibt's nicht. Bei den Piraten gibt's vielleicht 30.000 Ideologien, die da unterwegs sind, da bin ich mir relativ sicher, mit entsprechenden Konflikten, aber es gibt etwas Gemeinsames bei uns. Und das ist zunächst mal unsere Herkunft aus der rechnenden Zunft. Und Rechnen gehört noch nicht in die Politik. In der Politik wird nur auf der Basis von Sprache diskutiert erstmal. Und insofern ist das etwas, was uns verbindet. Und von dieser erweiterten, ich weiß, dass Jürgen Habermas, wenn man ihm sagt, es reicht nicht mehr, man muss auch mit Zahlen philosophieren, dass der dann vor Wut aus der Hose springen würde. Da bin ich mir relativ sicher, das ist eine ketzerische Bemerkung. Diejenigen, die nicht so tief in der Philosophie sind, können das vielleicht nicht so nachvollziehen. Aber zu sagen, Sprache reicht nicht mehr aus, um zu philosophieren, ist eine Provokation. Damit will ich erstmal schließen, glaube ich. Du könntest gerne weitermachen, aber vor dem Hintergrund, dass wir ja noch nicht einmal die einfachen Zahlen bewältigen. Berlin ist dafür ein Beispiel, Stichwort der Flughafen, frage ich mich, wie Politik sozusagen auf die von dir so eindrücklich geschilderte Situation eigentlich eingehen kann und eingehen will, oder genauer gefragt, wie viele Lichtjahre sind wir noch davon entfernt, um diese Problematik politisch angehen zu können? Also wie gesagt, es gibt Silberstreifen in Nordeuropa in der politischen Kultur, durch die Tatsache, dass tatsächlich in Helsinki auch über Bilder gesprochen wird. Und in vielen Fällen, so wie das gerade, sind das ja gerechnete Bilder, also da steckt Mathematik schon drin. Technobilder, dort sehe ich einen Anfang. Man weiß auch, wenn beispielsweise der Bundestag vor einigen Jahren diese Europäische Stabilitätspakt, da gab es ja diese Diskussion in den Medien, verstehen die überhaupt, was sie da entscheiden? Ne? Also dort ist sehr viel Lernbedarf, das gilt nicht nur für uns Piraten, das gilt auch für, vor allen Dingen auch für die Altparteien. Wir sehen das Problem und wir haben es als Partei, und das ist vielleicht ein Kernproblem, es noch nicht geschafft, darauf zu insistieren, dass wir die mediale Hintergrundfolie von Politik verändern. Wir tun das auf Twitter, wir machen dabei Fehler. Twitter wird von jemand als ein Wohnzimmer betrachtet, dann werden irgendwie mal Dinge gesagt, die ein Journalist dann aufgreift, vor allen Dingen, wenn es ein bekannterer Pirat ist. Wir treiben dann eine Bugwelle von spielen dauernd an diesem Skandalon rum, treiben eine Bugwelle von Skandälchen vor uns her. Wir nutzen diese Medien schon, aber nach meiner Auffassung noch nicht so richtig durchreflektiert. Und wenn wir es schaffen, uns auch im Zusammenwirken mit den Medien, die wir nutzen, durchzureflektieren, dann sind wir auch in der Lage, als Partei sowas wie eine schlagkräftige Strategie und auch eine Kampagne zu fahren. Und dann geht's, glaube ich, auch mit den Prozentzahlen wieder nach oben. Ich frage weiter nach, aus der Sicht des Pragmatischen. Wir haben ja in dieser Woche leider einen der größten Freunde und Unterstützer verloren, Frank Schirmacher. Ein Mann, der mehr oder weniger aus der Medienlandschaft sich extrem hervorgerufen hat, der sich der Zukunft zugewandt hat. Ich sehe sozusagen für ihn im Moment niemanden, der das so bespielen wird, wie er es bespielt hat. Und wenn ich dann runtergehe in die Parteiebenen, dann sehe ich in den anderen Parteien niemand, der sozusagen ähnlich in seiner Partei mit der gleichen Leidenschaft für die Zukunftsfragen eintritt. Aber bei den Piraten, wenn wir ehrlich sind, gibt es vielleicht 2, 3 und dann hört es auf. Oder sehe ich das zu fatalistisch? Also ich würde die 2, 3 ergänzen wollen. Ich sehe schon, man spricht ja viel, das sind jetzt nicht vielleicht alles nur die Pikanten, aber ich meine gut 2, vielleicht 3 Dutzend zu kennen, die das auf der Hintergrundfolie haben. Aber wenn ich jetzt mal die Position Schirmacher, die jetzt verloren gegangen ist und für die es erstmal auch keinen Ersatz gibt, ich halte das für eine Katastrophe. Weil manchmal hängt Geschichte auch an Einzelpersonen.
die irgendwelche Impulse geben und dann irgendwie, manchmal ist das so, glaube ich. Es gibt jetzt einen anderen, können wir vielleicht noch darauf eingehen, das ist dieser Piketty, der überall wild diskutiert wird, aber im Bereich vor allen Dingen hingewandt sein, zugewandt sein zu dem Neuen, was gibt es für Strömungen, was gibt es für Elemente, sehe ich in Deutschland keinen, der mit Frank Schirmacher vergleichbar wäre. Was die Parteien angeht, sehe ich aber schon eine, und das sind wir. Und wenn wir das Ding verkacken, dann haben wir in der Parteienlandschaft einen ebenso großen Verlust, wie jetzt durch den Verlust von Frank Schirmacher im Bereich des freien Journalismus haben. Wir dürfen das Ding einfach nicht verkacken. Und ich sehe bei den Piraten, du sprachst gerade die Anzahl der Personen an, die Gefahr, dass man gerade in Krisenzeiten, die wir ja haben, unbestritten, ich habe jetzt am vergangenen Montag am eigenen Leib einen Orkan erfahren, zum ersten Mal in meinem Leben, der eine 17 Meter hohe Fichte bei uns im Garten umgelegt hat. Das Nachbardach vom Hochhaus ist runtergekommen. Ich habe gesehen, was Ehrenamtliche vom Technischen Hilfswerk leisten können. Eine Nachbarin hat für die Jungs und Mädels, die da geplackert haben, noch Kaffee gekocht. Die waren die ganze Nacht zugange. Wir leben in Krisenzeiten. Und in Krisenzeiten besteht bei Menschen immer die Gefahr, nach einfachen Lösungen zu suchen. Einfache Lösungen, da muss man Lösungen schon in Anführungszeichen setzen, ne? Alternative, Angst für AfD, Angst für Deutschland, das Wiedererstarken der Rechten, das sind diese einfachen populistischen Lösungen. Und wenn wir es als Partei nicht schaffen, uns aus dieser Klammer der medialen Erinnerungsindustrie, die uns immer wieder auch auf alte Ideologeme, Ideologieelemente zurückführt, zu lösen und kreativ mit diesen alten Elementen, ah, da ist der Marx natürlich dabei, da ist auch der Hayek dabei meinetwegen oder Friedman oder sowas. Ne? Wenn wir das nicht schaffen, dann sehe ich wirklich unsere Demokratie in Gefahr. Also wenn wir es nicht schaffen über unseren Egoismus, wir kommen alle aus einer Kultur der sehr individuell geprägten Elternhäuser, Familienhäuser, Individualismus ist das, was nach oben gehängt wird und dann sagt man, Mensch, macht euren Scheiß doch alleine als Partei und dann steigt man aus, es gibt dieses Burnout-Phänomen und all diese Dinge, das müssen wir mal ordentlich durchreflektieren und uns dann zusammenraufen, sonst sehe ich echt schwarz. Also für mich gibt es zu den Piraten keine Alternative. Das habe ich gesagt, als ich 2012 im Wahlkampf unterwegs war. Das sage ich jetzt auch, aber mit sehr viel mehr Bauchschmerzen, als das 2012 der Fall war. Die dramatische Schilderung, wie das gegenwärtig aussieht und welche Kraft eigentlich die Piraten entwickeln müssten, um die Demokratie zu retten, wie du sagst, sehe ich bezogen auf den Alltag in der Partei nicht im Bewusstsein angekommen. Sonst würden wir uns so etwas wie diesen außerordentlichen Bundesparteitag gar nicht leisten. Aber was ist zu tun? Ich glaube, und das tröstet dann vielleicht auch wieder ein bisschen, wir haben so eine, ja ich sag mal, gruppendynamische Phase, die man von allen jungen Parteien kennt. Wir wissen alle, das ist mittlerweile auch schon rauf und runter genudelt, aber es gibt eigentlich nur einen Vergleich. Das ist die Gründungsphase damals der Grünen. Die Grünen hatten aber nicht diesen Katalysator, diesen medialen Beschleuniger unten drunter liegen, wie das Internet, das für uns zunächst mal zum Vorteil gereicht hat in der Gründungsphase, was uns an anderen Punkten zum Nachteil gereicht, nämlich wenn wir uns auf Twitter zanken und irgendein Journalist folgt uns, haben wir wieder diese Bugwelle, von der ich gerade gesprochen habe. Das Internet ist Fluch und Segen zugleich für uns. Und wir müssen quasi als Speerspitze auch der gesellschaftlichen Entwicklung lernen mit diesem neuen Verhältnis von Privatheit und Öffentlichkeit. Das Dialektische daran ist ja, wenn die Privatheit verloren geht, geht die Öffentlichkeit auch verloren, weil wenn die Trennwände zusammenbrechen, hat man einfach nur noch einen Brei. Und was wir haben in der Partei momentan, sind informelle Netzwerke, Plattdeutsch, Peergroups oder Cliquen, die miteinander ringen und dem steht keine etwas starrere Struktur gegenüber. Ich nehme auch gerne mal das Wort Hierarchie in den Mund an der Stelle. Das muss es ja nicht sein, muss ja nicht unbedingt was Böses sein, was diese Netzdialoge, diese informellen Prozesse, die da unten drunter ablaufen in der Parteigerüchteküche, in irgendeiner Form auffängt und kanalisiert. Interessanterweise gibt es natürlich ein piratiges Wertesystem mit Regeln. Die Regeln werden eingefordert auf der einen Seite und auf der anderen Seite muss aber erstmal die halbe Partei beleidigt werden, damit man selber zufrieden ist. Das sind Dinge, die müssen wir wirklich reflektieren. Und an diesem Punkt auch ganz klar, ich will 2017 wieder in den Landtag von Nordrhein-Westfalen. Ich will auch helfen, dass die Partei in den Bundestag kommt. 2017 haben wir diese riesengroße Doppelwahl.
Wenn wir das bis 2017 nicht geschafft haben, bin ich persönlich nicht mehr dabei. Und sind einige, um die es mir sehr, sehr leid tut, die jetzt schon nicht mehr dabei sind, weil im Hintergrund in der Partei Geschichten gelaufen sind, die meiner Meinung nach so nicht sein sollten. Ein Beispiel, Udo Vetter oder hier Cornelia Otto ist auch nicht mehr dabei. Das sind große Verluste und die möchte ich irgendwann kompensieren und die Leute vielleicht sogar. Wir müssen lernen, mit diesem, das vielleicht jetzt nochmal, um das einzudampfen, mit diesem neuen Verhältnis von Privatheit und Öffentlichkeit spielerisch, kreativ, aber auch höflich und fair umzugehen. Ich habe kein Problem mit der Antifa, überhaupt nicht. Ich habe nur ein Problem mit Symbolpolitik. Und was wir brauchen darüber hinaus, ist vielleicht so eine gemeinsame Idee, unter der sich diese 30.000 Ideologien versammeln können. Also eine Idee, die stark genug ist, dass man die eigene Ideologie mal in den Hintergrund treten lässt, zugunsten eines gemeinsamen Ganzen. Und ihr habt das mitgekriegt, wir haben ein Parteiprogramm, was im Grundsatz mit weit jenseits der Zweidrittelmehrheit abgestimmt wurde, alle Programmpunkte. Und wir streiten uns über das Nummernschild. Sozialliberal, linksliberal oder besser gar nicht oder Antifa oder was auch immer. Ne? Also wir bauen an einem wunderbaren neuen Auto, natürlich ein elektrisches Auto, voll elektrisches Auto, was noch nicht ganz fertig ist und kleben uns vorne ein altes Nummernschild drauf. Ja? Diese mediale Erinnerungsindustrie ist es da wieder. Das heißt, uns fehlt einfach dieser gemeinsame Anker auch, der es dann schafft für den Einzelnen, dass man diese Strukturen, die man den informellen Netzwerken entgegensetzen muss, auch tatsächlich etablieren kann und mit einer Zweidrittelmehrheit über eine Parteireform oder was auch immer fest installieren kann. Dazu gehören natürlich dann auch Dinge wie Rituale. Pavel Meyer hat im persönlichen Gespräch mal geäußert, der Bremer Parteitag, als wir den alten Bundesvorstand mit Bernd Schlömer verabschiedet haben, hat es nicht geschafft, dem Parteivorsitzenden Danke zu sagen. Kein Strauß Blumen, keine Flasche Wein, gar nichts. Leute, das ist scheiße. Also, ne, da muss auch eine Kultur des Benimms her. So kann man nicht miteinander umgehen. Sonst produzieren wir nur noch Burnout. Und Burnout ist übrigens auch, um mal darauf hinzuweisen, es gibt diesen wunderbaren französischen Sozialphilosophen, Psychologen, Soziologen, weiß ich nicht, Alain Ehrenberg. Der hat vor einigen Jahren ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Das erschöpfte Selbst. Der Narzissmus, das übersteigerte Selbst, was sich nach außen entleert in der medialen Darstellung, führt automatisch in die Depression. Heute sagen wir dazu Burnout. Das können wir uns nicht leisten. Ich weiß, wie viel Kraft das kostet. Ihr wisst das auch, die parlamentarisch unterwegs sind. Du denkst manchmal auch, du musst heute ins Abgeordnetenhaus, du wirst dir aber lieber die Bettdecke über den Kopf ziehen und zu Hause bleiben, weil das alles dich furchtbar anstinkt. Alexander, das geht mir auch so manchmal. Ne? Diese inneren Reibungen, das Hauptproblem ist auch die Fehlertoleranz, die Fehlerkultur. Dass man irgendwas macht und dann macht man Fehler. Wir sind Menschen und dann treten einem die eigenen Leute von hinten in die Kniekehle. Das geht nicht. Mehr kann ich womit nicht sagen. Trotzdem, du hast mir vorhin meine Frage nicht beantworten wollen. Ich frage weiter. Zu Beginn. Also ich frage, ich hab das nicht vergessen. Ich frage jetzt weiter. Nämlich, das, was du erzählst, ist denjenigen, die wenigstens 2 Jahre dabei sind, ja nicht ganz unbekannt. Sozusagen die nicht vorhandene Fehlerkultur, die nicht vorhandene Wertschätzung des anderen, auch wenn er auf dem anderen Flügel steht, erst recht nicht. All das ist bekannt. Es gibt aber offenbar keine gemeinsamen Vorstellungen und es gibt offenbar auch keine Autorität in der Partei, um diese Dinge zu entwickeln. Ich sehe jedenfalls im Moment nach wie vor keine Ansätze und neben sozusagen der Suche nach Begrifflichkeiten haben wir auf der menschlichen Ebene ein anderes Problem. Und wer kümmert sich darum? Der Bundesvorstand sollte sich nie darum kümmern, er sollte verwalten. In den Landesvorständen, Berlin hat jetzt eine Ausnahme gemacht, in dem der neue Landesvorstand sagt, wir begreifen uns als ein politischer Vorstand, weil wir aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt haben. Aber ich sehe auch da, dass es zwar jetzt sozusagen ein Wollen gibt, aber noch nicht die Umsetzung. Wir alle kennen ja noch die Zeit, als wir noch häufiger, vor allen Dingen in den großen nationalweiten Medien, unterwegs waren und das Verhalten von Sebastian Nerz, was ich nicht kritisieren und nicht werten will, ganz und gar nicht, der in vielen Stellen im Fernsehen gesagt hat, dazu hat die Partei noch keine Position. Damals waren wir noch nicht so weit.
Das ist vor der Anforderung, ein verwaltender Vorstand zu sein, sicher richtig. Aber dann braucht man so Leute auch in die Medien nicht einladen. Wir müssen Speerspitzen haben, aber ich möchte nicht, dass sich in der Piratenpartei sowas entwickelt wie bei den Grünen. Wir hatten mal einen Joschka Fischer. Es gibt auf der einen Seite diesen Ruf nach Führung. Und das macht man dann an irgendwelchen charismatischen Personen fest. An der Marina, an der Katharina Nokun, in NRW vielleicht an mir oder dem Patrick Schiffer, ich weiß es nicht. Und wenn man dann nach dieser Führung greift, kriegt man sofort auf die Fresse. Es ist auch nicht sinnvoll, nach dieser Führung zu greifen. Wir müssen unsere Vorstände oder Sprecherfunktionen in der Partei mit der Möglichkeit zum Alleingang ausstatten und dann auch mit der Möglichkeit zu sagen, hey, da darfst du mal einen Fehler machen und dann nicht gleich über ihn herfallen. Denn sonst entwickelt sich, ich will das nicht hoffen, irgendwann die Partei dahin, dass tatsächlich irgendwo ein Joschka Fischer aufploppt, der dann über lange Jahre hinaus die Partei dominieren wird und sowas wie das Machtzentrum bilden wird. Das möchte ich für die Piraten nicht, weil das ist nicht unser Verständnis von Demokratie. Wir müssen da eine neue Lösung finden. Die ist aber schwierig zu finden, weil die anderen Parteien nach diesem Muster funktionieren. Und die anderen Parteien, das wissen wir auch, die nach diesem Muster funktionieren, haben alle irgendwann ein Nachwuchsproblem. Der Kohl musste seine gesamte männliche Konkurrenzmannschaft dekapitieren, um da 16 Jahre lang Kanzler sein zu können. Die Köpfe, die Merkel hat rollen lassen, angefangen von Friedrich Merz, sind mittlerweile auch schon ein Dutzend. Ole von Beust, Roland Koch, die dann gesagt haben, okay, ich mache lieber was anderes. Dann fehlt dann irgendwann der Nachwuchs und dann fällt die Partei in ein Loch und dann ist sowas wie demokratische Kontinuität nicht mehr gewährleistbar. Oder aber wir sagen, okay, wir machen einen Anpassungsprozess, wie die Grünen, und gründen in 30 Jahren eine neue Partei. Das wäre auch eine Alternative, aber da habe ich auch einen Bauchschmerzen bei der Idee. Dem, denke ich, kann man auch nicht zustimmen oder das auch nicht wünschen, was du da beschreibst, weil die Piraten, glaube ich, wirklich dann sich durchsetzen werden, wenn sie die Basisdemokratie mitnehmen und gleichzeitig aber auch führen und lenken. Das ist uns bisher nicht gelungen und ich denke mal... Oh, ich muss da jetzt einhaken, ich muss was festhalten, ja. Weil das hätte ich sonst vergessen. Ich glaube generell, die Politik der Zukunft kann sich nur ereignen, also Entscheidungsfindung im Schnittfeld von Expertise und Basisdemokratie. Wenn ich dann auf den Bundesparteitag oder auf Landesparteitagen die Fragen erlebe, hast du den Antrag überhaupt gelesen? Nee, aber ich will mitentscheiden. Ja? Das ist, ne? Expertise hat heute im parlamentarischen System, ich sehe das ja täglich in Nordrhein-Westfalen in den Ausschüssen, wenn da mal eine Anhörung ist, haben wir noch nicht mal die Abgeordneten, da gibt es diese Sachverständigen. Die kommen von irgendwelchen Gruppen. Und wenn man mit so einem Sachverständigen dann nachher mal spricht, wie unser Sachverständiger in einer Enquetekommission neulich, sag mal Heinz, ich sag jetzt mal so, unser Sachverständiger zu dem anderen, sag mal Heinz, würdest du auch so sprechen, wenn du einen anderen Arbeitgeber hättest? Nein, da würde ich anders sprechen. So installiert man ein System der Lobbysteuerung. Das heißt, es muss auf einer Seite mehr Expertise in die Parlamente, zu den gewählten Parlamentariern selbst. Die Expertise funktioniert aber nur, Liquid Feedback ist dafür ein schönes Beispiel, Delegation, wenn ich als Wähler oder Wählerin dieser Expertin, diesem Experten vertraue, dem Vertrauen entgegenbringe und dann aber auch gleichzeitig, was in der Politik ja auch an der Tagesordnung ist, zulassen muss, dass so ein Experte mal einen Fehler macht. Ja? Aber dann eben bitte schön transparent und nicht schön unter den Tisch kehren lassen. Das größte Beispiel für Intransparenz an diesem Punkt will ich vielleicht mal nennen, das ist das nordrhein-westfälische Stiftungsrecht. Das ist unter Peer Steinbrück geändert worden, mit Impulsen und Ideen aus einer Stadt im Nordosten von Nordrhein-Westfalen, nämlich aus Gütersloh. Wir wissen alle, wer da sitzt. Und es sind zwei Passagen geändert worden. Die Passage Nummer 1 ist eingefügt worden, das Stiftungsvermögen kann auch von den staatlichen zuständigen Stellen bei der Bezirksregierung die Überwachung des Stiftungsvermögens delegiert werden an ein staatlich vereidigtes Wirtschaftsprüfungsunternehmen. Outsourcing. Punkt 2. Die Bewegungen des Stiftungsvermögens, gemeinnützige Stiftungen, sind vom Informationsfreiheitsrecht des Landes Nordrhein-Westfalen ausgenommen. Die zwei Punkte. Wir haben das im Wahlprogramm stehen in NRW, dass wir das wieder ändern wollen. Wir wollen jetzt für die zweite Hälfte unserer Legislatur da mal einen Vorstoß machen. Aber Stiftungsrecht ist irre kompliziert,
weil es ein Bundesgesetz gibt, wo das dranhängt, also so ein Subgesetz, also Subsidiarität und solche Sachen. Unsere Demokratie ist eine Lobbykratie. Und ich sehe bei den Piraten die Gefahr, wenn wir mit diesen informellen Netzwerken so weitermachen, wenn wir die nicht als kreativen Spielgarten, Spielwiese, Sandkasten begreifen. Dafür sind die nämlich eigentlich da. Das heißt, wir zweckentfremden sogar unsere informellen Netzwerke, indem wir ihnen, ich sag mal, die ganze Macht über das Parteigeschehen in die Hand geben. Muss eine Struktur dagegen entwickelt werden, die das kanalisiert und informiert. Sonst haben wir verloren, dann hat auch die Demokratie als Ganzes verloren. Denn die Lobbykratie haben wir ja schon, habe ich ja gerade dargestellt. Ihr seid natürlich alle eingeladen, eine Abschlussfrage zu dieser Lage der Partei. Den Kant muss ich dir noch beantworten. Ja, ich komme darauf zurück. Aber weil wir jetzt sozusagen uns den Luxus geleistet haben, nochmal genauer auf die Partei und ihre Lage zu schauen. Eigentlich, wie gesagt, hätte doch der Crash im Bundesvorstand dazu führen müssen, sich nicht auf Neuwahlen vorzubereiten, sondern über die Lage der Partei zu reden, ausführlich zu reden, von Landesverband zu Landesverband. Das ist nicht erfolgt. So, wir wählen also einen neuen Vorstand. Wenn wir Glück haben, wird es nicht zur Explosion kommen, sondern man rauft sich zusammen, weil man erkannt hat, man ist wichtig und will auch selber weiter wichtig sein und setzt dann wenigstens sozusagen die Diskussion an, die längst vorher hätte stattfinden müssen. Siehst du dafür Anzeichen? Ich sehe Anzeichen dafür, dass wir tatsächlich über Parteistruktur diskutieren. Aber ich war eher im ersten Moment froh. Also es gab ja im Bundesvorstand im Siebenköpfigen dieses Missverständnis über das Agieren des Vorsitzenden zum Fall Bombergate und Orgastreik. Das waren ja die Voraussetzungen. Da haben die Landesverbände dann rund, dann sind dann irgendwie drei aus dem Bundesvorstand zurückgetreten. Man hätte eigentlich trotz des Fehlers, den man jetzt dem Bundesvorsitzenden unterstellt, das war ja diese Meinungsverschiedenheit, das ist mir auch erst später eingefallen, nicht zurücktreten sollen, sondern den Arbeitsprozess in der Partei installieren sollen. Wir machen jetzt denselben Wiederholungsfehler, dass wir einen Bundesvorstand teilen oder neu wählen, der eigentlich noch hätte als verwaltender Vorstand die Prozesse in Gang setzen sollen, die wir brauchen, um etwas rigidere, gleichwohl mit Sandkastenelementen Strukturen zu implementieren. Von daher beantworten wir den Fehler, den wir gemacht haben, eigentlich mit einem Fehler. Und für mich steht es momentan wirklich spitz auf Kopf mit der Partei. Und ich hoffe, dass wir es schaffen, uns in Halle so zusammenzuraufen, dass tatsächlich spürbar wird, hey, wir brauchen diese große gemeinsame Idee. Und dann ist es vielleicht auch egaler, wer Bundesvorstand ist. So, also nochmal an dich die Frage, Kant und 1.0 zum Thema Aufklärung und dann Debatte und ich hoffe, ihr macht das so wie beim letzten Mal sehr intensiv. Ma hatte eine gute Vorlage. Ich nehme an, so ein wenig hast du davon mitbekommen, was wir diskutiert haben zum Thema Postsozialliberalismus. Integriert sich das in den Bereich der Aufklärung 2.0? Ja, der Sozialliberalismus und na jetzt eine Vorsilbe davor setzt oder nicht, ist eigentlich egal. Ist natürlich auch auf der Hintergrundfolie Kant, der quasi sich in allen Verfassungen der westlichen Demokratien mehr oder weniger wiederfindet, getroffen worden. Aber ich muss jetzt ein bisschen philosophisch werden. Bei Kant ist das transzendentale Subjekt vorausgesetzt. Das heißt, er hat seine Philosophie, die ich uns für sehr, sehr wertvoll und brauchen wir gar nicht groß darüber lamentieren, gut halte, entwickelt auf der Hintergrundfolie der klassischen griechischen Seinslehre, wo es nur das einzelne Subjekt und die Welt gibt. Wir sind aber viele Subjekte. Und wir sind Subjekte, die über Sprache und Zahlen miteinander kommunizieren. Aufklärung 2.0 würde genau das in den Blick nehmen, dass dieses Verhältnis Ich-Welt multipliziert ist, ich sag mal in der Partei, über 30.000 Orte, dass aber zu den individuellen 30.000 Ich-Welt-Verhältnissen noch jede Menge Ich-Du- und Ich-Wir- und Ich-Ihr-Verhältnisse kommen, die wir im Blick haben müssen. Also es geht darum, auf der Hintergrundfolie einer Vielfalt oder wie der Philosoph Gotthard Günther das gesagt hat, eine Vielfalt der Kontexturen, einer polykontextualen Welt, eine Philosophie der Relation von Ich und Du zu entwickeln und nicht nur Ich und Welt, auf deren Basis man dann sowas wie eine vernünftige Kommunikations- und Medientheorie betreiben kann,
und die eben das Transzendentale, was ja letztlich Gott ist, nicht mehr voraussetzt. Sonst können wir uns nicht nämlich auch das mit der Religionsfreiheit knicken. Und wir haben immer noch diese vorherrschenden Geschichten weltweit. Der Monotheismus ist im Kern eine intolerante Religion, weil sie eben nur den einen Gott akzeptiert. Ich habe jetzt gelernt, der Hinduismus mit seinem Polytheismus ist noch viel intoleranter, aber das ist auch wieder eine schwierige Geschichte. Das wirklich transkulturelle Element, was wir haben, um sowas wie globalen Frieden auch wahr werden lassen zu können, was in allen Kulturen gleichermaßen gilt. Ein Hubschrauber, ein Flugzeug, ein Fahrrad, ein Panzer funktioniert unabhängig von der sprachlich entwickelten Philosophie, die dahinter liegt. Die funktioniert auf der Basis von Blaupausen und Mathematik. Und Mathematik ist das einzige Transkulturelle, was wir haben. Und das klingt jetzt blöd, mehr Mathematik, mehr, ich behaupte, Sprache ist hintergehbar. Wir müssen Sprache hintergehen und vielleicht auf der Basis von formalen Systemen irgendwie eine neue gemeinsame Sprache entwickeln. Das war uns der große Ansatz von Leibniz mit seiner Charakteristika Universalis, die befreit ist von diesen Mythen in Tüten, die jede Kultur so mit sich rumschleppt. Dann können wir diese Mythen in Tüten auch akzeptieren und spielerisch damit umgehen. Aber wie gesagt, das Internet, ich habe das irgendwann mal geschrieben, ist der Katalysator oder schmerzhafte Königsweg zu einer weltweiten Zivilisation. Das, was wir momentan an Zivilisationen weltweit haben, sind diese Kapitalnetzwerke. Und jetzt werde ich wieder ganz konkret, die jetzt noch zusätzliche Türen und Toren in die Territorien, also in die Nationalstaaten bekommen, über diese Freihandelsabkommen. TTIP ist ja nicht das Einzige. NAFTA, da ist ja schon die Kacke am Dampfen zwischen den USA und Kanada. Die Fracking-Klage, die Generika-Klage von Eli Lilly an die kanadische Regierung, dass wir jenseits der Regeln und Prinzipien der Ökonomie, der Ökonomisierbarkeit etwas finden, was es uns erlaubt, eben darüber hinauszukommen. Und sonst haben wir tatsächlich das Problem ist ja, dass eine Demokratie immer nur auf einem bestimmten Territorium gilt. Aber diese TNCs, diese transnational operierenden Konzerne, haben genügend Kapital, Technik und Manpower, um unterschiedliche Dinge zu installieren in unterschiedlichen Staaten, wo sie Niederlassungen haben, und nehmen jetzt noch durch diese, der Bruno Gerd Kramm hat das gesagt, ich weiß nicht, vorausschauende irgendwas, Einfluss auf die Gesetzgebungen der Staaten, und dann haben wir mit unserer Demokratie, die alten Griechen damals, es ist immer eine Demokratie der wenigen gewesen, ja, das war das Problem, die 500 Athener, die auf der Basis einer Sklavenwirtschaft da Demokratie quasi gespielt haben, ne? Sonst können wir dieses Gemeinsame, dieses Wir oder diese Wir-Ich-Beziehung einfach nicht weiterentwickeln. Wenn wir alles monokontextual auf der ökonomischen Zahl basieren lassen. Und das ist genau das, was uns momentan bevorsteht. Und ich glaube, wir Piraten sind die Einzigen, die das ein bisschen auf dem Schirm haben. Die Grünen sind eher aus dem Bauch heraus, auch gegen TTIP, aber wir haben es in NRW erlebt, die Grünen tendieren auch durchaus dazu, Dinge zu verraten, wie die Vorratsdatenspeicherung oder Snowden oder sowas haben wir jetzt wieder gehabt. Da müssen wir der Motor sein und vielleicht die anderen mitziehen. Und es macht auch gar nichts zu sagen, macht keinen Sinn zu sagen, die anderen Parteien sind alle doof. Es geht um die Konstruktion von, Martin Delius hat das auch mal gesagt, es geht um das Finden von politischen Mehrheiten. Punkt. Und wenn es um politische Mehrheiten geht, geht es auch um Macht. Und wir müssen uns nicht schämen oder davor wehren. Man muss die Macht nicht lieb haben, aber man kann sie mal anfassen, hat Seitenbusch mal gesagt. Wir müssen ein positives Verhältnis zur Macht entwickeln, um dann sowas wie mit guter Macht tatsächlich auch Dinge zu verändern. Das wird nicht hundertprozentig gehen, die Politik ist keine Wundertüte oder was auch immer, aber wir müssen Mehrheiten organisieren. Und dazu braucht es zunächst mal uns als Stimme, die gesellschaftliche Akzente setzt. So, jetzt habe ich mich wieder verrannt wahrscheinlich. Wir haben ja heute Geburtstag. Und jeder darf so lange reden, wie er möchte, als Gast insbesondere. Nein, wunderbar. Die jetzt an den Tisch kommen werden, setzt euch bitte ganz nah an den Tisch. Wir wollen eng zusammen sein. Dann wird es was mit uns. Ja, gut, Joachim, also wir machen jetzt kein philosophisches Seminar hier, nicht? Aber ich habe mich ja damit auch beschäftigt, also vor allem mit Grundlagen der Mathematik, Sozialphilosophie, und mit 15 Jahren den Traktatus von Wittgenstein gelesen. Also, und
auch wenn deine Schlussfolgerungen einigermaßen also richtig sind oder stimmen, kann ich also bei den Voraussetzungen nicht so ganz folgen, weil also die Logik, also die Sprache und das Rechnen hängen ja zusammen. Und also speziell das Rechnen ist für mich eben der kleine Kern der Sprache. Also die Sprache ist schon wesentlich indifferenter als das Rechnen. Insofern ist Rechnen in der Sprache inkludiert. Und die Idee von Leibniz quasi, dass er behauptet, im Grunde genommen, alle Auseinandersetzungen bestünden nur aus Missverständnissen der Sprache, kann ich so nicht teilen, weil Auseinandersetzungen jedenfalls in der realen Welt ja auch von Interessen geleitet werden. Nicht? Das wissen wir nicht. Das heißt, da wo scheinbar Missverständnisse auftreten, wo man sich nicht versteht, heißt es nur, da stehen ganz unterschiedliche Interessen dahinter, die vielleicht gar nicht so bewusst sind, gar nicht offengelegt werden, aber tatsächlich auch miteinander kämpfen. Und es gibt eben auch Interessen, die man nicht in irgendeiner Weise, also wo es keinen Kompromiss für gibt, ja, also wo man eben eine Entscheidung treffen muss. Nicht? Also, und im Grunde genommen, also entweder gilt jetzt das Interesse des Geldes, also der multinationalen Konzerne, oder es gilt das Interesse der Menschen, die eben existieren wollen und ein Auskommen brauchen. Also da gibt es an bestimmten Punkten auch keine Kompromisse. Das muss man eben auch sagen. Und die Frage jetzt der Mehrheiten, ja, selbstverständlich, also wir befinden uns momentan eben in einem repräsentativen System. Und da kommt es natürlich darauf an, Mehrheiten durch möglichst viele Repräsentanten in den Parlamenten zu haben. Das ist für mich aber nicht die einzige Art und Weise, wie man Politik beeinflussen kann, weil es hat das auch in, also gibt auch frühere Beispiele. Ich nehme also immer die Deutsche Demokratische Partei, also Stresemann zum Beispiel, die eben bei Reichstagswahlen nie mehr als 1% der Stimmen bekommen haben. Also eigentlich eine Partei mit wenig Repräsentanten, die aber eben durch Intellektualität, also durch politische Vorgaben gewirkt hat. Ja, und das ist auch eine Möglichkeit, nur tatsächlich. Also bei beidem hapert es möglicherweise bei den Piraten im Moment. Und ich spreche mich jetzt nicht dafür aus, hier irgendeine Strategieentscheidung zu treffen, sondern eben erst einmal den eigenen Laden in Ordnung zu bringen. Und dann sehen wir eben auch, wohin die Richtung geht. Aber Piraten eben als Partei und als wichtige politische Kraft im 21. Jahrhundert gebe ich natürlich nicht auf. Okay. Lieber Alexander, ich muss dir aus ganzem Herzen zustimmen und auch mal Danke sagen, weil es bestand gerade die Gefahr, und du hast das korrigiert, dass ich falsch verstanden werde oder worden bin, weil dieser Leibniz als die Suche nach der einen Wahrheit, so möchte ich nicht verstanden werden. Und so möchte ich den Leibniz heute auch nicht Aufklärung 2.0 reinterpretieren, sondern es gibt eben viele Wahrheiten. In der Partei 30.000 Ideologien, hatte ich gesagt, muss ich nochmal deutlich machen. Und es geht auch nicht immer um die Kompromiss- oder Konsensfindung, da stimme ich dir auch zu. Ne? Letztlich endet jeder dialektische auch Diskussionsprozess dadurch, dass eine Entscheidung gefällt wird und der Bahnhof eben überirdisch oder unterirdisch gebaut wird oder der Flughafen eben oder nicht gebaut wird, wie auch immer. Das ist schon richtig. Aber man kann formal Entscheidungen fällen, wo die Lösung jenseits einer Pro- und Kontra-Alternative liegt. Und auch dafür gibt es formale Prinzipien, die sind erst im Entstehen, dass man Lösungen finden kann durch strukturierte Prozesse, die eben keinen Konsens zwischen Zweien darstellen, sondern entweder sowohl als auch, also eine Zusammenführung, eine Synthese, wie der dialektische Materialismus das macht, oder eben eine Weder-noch-Entscheidung. Wir machen ganz was anderes. Wir setzen überhaupt nicht mehr auf die Bahn. Stuttgart ist nur noch mit Flugzeugen zu erreichen. Ich sage das jetzt mal so ein bisschen bunt. Ich meine damit, und dann will ich mit der Philosophie auch Schluss machen, dass es mathematische Prinzipien gibt. Und richtig aufgefallen ist das, als ich den Kanadier Eric Havelock, das ist einer aus dem Stab von Marshall McLuhan gewesen, mal gelesen habe. Der hat nämlich fantastische kulturhistorische Analysen gemacht. Wenn jetzt Mathematik der Kern von Sprache ist,
dann ist es nicht zu verstehen, warum die Griechen sich literal so weit entwickelt haben, auch in ihrer Philosophie, aber mathematisch so schwach waren. Und bei den Babyloniern war es genau umgekehrt. Die Babylonier hatten Verfahren zum Lösen von biquadratischen Gleichungen, da hat der Platon von geträumt. Es sind in unserem Kopf, und das kann man neurologisch nachweisen, unterschiedliche Kompetenzen verankert, die nicht aufeinander zurückzuführen sind. Das heißt, Mathematik, Heidegger sagt, der deutsche David Katz, ein ganz bekannter Experimentalpädagoge aus den 20ern, sagt, kommt aus dem Tastsinn. Und das Tasten, das Zählen ist etwas, das ist vorsprachlich. Natürlich bildet Mathematik es gibt einen Überlappungsbereich, nämlich wenn wir über Mathe reden. Das ist gerade vielleicht das Spannendste überhaupt, aber ich glaube, dass in der Mathematik sehr viel Lösungspotenzial liegt, indem man nämlich nicht nur Eineindeutigkeiten, wie die klassische Mathematik jetzt mal zulässt, sondern eben auch, ich sag mal, Mehrdeutigkeiten. Der Denkprozess selber ist immer was Mehrdeutiges. Und eben dann vielleicht auch zu Lösungen kommt, wie ich das eben gesagt habe, jenseits einer Pro und Contra. Ich habe nicht immer nur zwei Alternativen. Es gibt vielleicht eine dritte oder eine vierte, die für alle Beteiligten ein größeres Maß an Zufriedenheit herbeiführt, als es bislang der Fall ist. Aber da stimme ich völlig mit dir überein, die interessengeleitete Politik ist viel zu sehr an Interessen von schlagkräftigen, hierarchischen Gruppen orientiert und die demokratischen Wähler, ich nehme jetzt mal nur die Partei, mit ihren 30.000 verschiedenen Vorstellungen können sich da nicht durchsetzen. Wir dürfen da nicht den Fehler machen, diese Vielfalt aufzugeben, dann sind wir nämlich so wie die anderen. Ist das okay für Ich kann ja nicht rechnen, von daher ist das mit diesem, ich bin sehr gut mit Sprachen, von daher verwirrt mich so ein bisschen diese Idee oder dieser Grundgedanke, A und B ergibt X, Y, was auch immer. Das ist mit der Sprache ja ein bisschen anders, Färbungen, Nuancen sind da definitiv ein sehr gutes Mittel, um eben Abstufungen besser nachzuvollziehen. Ich würde aber gerne mal diese ganz philosophische Sphäre verlassen und uns ein bisschen zurück auf den Boden der Tatsachen bringen. Und zwar finde ich das immer ganz schön, wenn dann gesagt wird, es gibt Schemata, Antworten auf bestimmte Fragestellungen. Jetzt sind wir ja aber genau in dieser Situation, dass wir ja nicht mal also Konsens lassen wir jetzt mal weg, aber wir versuchen ja nicht mal zu akzeptieren, wenn wir Kompromisse gefunden haben. Ja? Wir akzeptieren als Partei nicht einmal Mehrheitsentscheidungen und da können wir uns hier hinsetzen und sagen, wir richten den Blick wesentlich weiter weg, wenn wir es nicht mal schaffen, unseren eigenen Hof zu kehren, bevor wir einen Garten anpflanzen wollen oder ein neues Fundament legen wollen, dann bringt uns diese ganze Denkerei und Diskussion hier in so einem kleinen Kreis überhaupt nichts. Weil wir können diese großartigen Gedanken haben, die werden uns aber nicht weiterbringen, weil wir es im Kern nicht mal schaffen, uns ordentlich miteinander zu verständigen und Stichwort Wertschätzung, Stichwort Sprache, Stichwort Abgrenzung oder Nuancen zu verstehen, gar nicht in der Lage sind, das zu tun. Wir sind als Partei bedeutungslos. Die Idee der Piraten ist großartig. Wir sind bedeutungslos, weil wir uns selbst dahin gebracht haben. Es gibt genug Potenzial. Wir scheitern an uns selbst und an unseren eigenen Unzulänglichkeiten. Und solange es wir nicht schaffen, unseren Hof vom Müll zu befreien, ist diese Idee der höheren Sphären oder der Gesamtbetrachtung müßig. Das zum einen. Zum anderen finde ich es sehr, sehr, sehr schwierig und es tut mir weh, wenn wir hier sitzen und über Lobbyisten sprechen und Interessenvertretung sprechen, als wenn das immer das Übel aller Ideen ist. Wir sind als Partei genauso Lobbyisten und Lobbyismus ist nicht per se schlecht. Und auch Interessenvertretung innerhalb einer Partei ist nicht schlecht. Da kriegen es wenigstens einige Leute gebacken, zusammen einen Konsens oder einen Kompromiss zu finden und diese Lösung nach vorne zu treten mit dem Resultat, dass Menschen, die es nicht schaffen,
entweder weil sie selbst nicht fähig sind oder weil ihre Ideen so marginal sind, dass sie innerhalb der Partei keine Mehrheit finden oder keine Mehrheiten finden, unabhängig voneinander, aber trotzdem in einem geschlossenen Netz einfach mal volle Kanne raufhauen. Du hast vorhin das in die Kniekehle schlagen als Bild genommen. Ich sag mal vors Schienbein treten, das tut nämlich noch mehr weh und ist sozusagen die Vorstufe zu dem, erst kommt das Schienbein, dann kommt das Knie und das ist der Grund, warum wir Vorstände verlieren, die eigentlich geile Arbeit machen und die sagen, dass sie Fehler gemacht haben, sich dafür entschuldigen und dann dazu getrieben werden von Minderheiten, dass sie zurücktreten und deswegen haben wir jetzt auch diesen lustigen Parteitag. Ja, ja. Aber Mary, den Piraten geht es wie allen anderen Parteien, wir können uns nicht in den Ruheraum zurückziehen. Wir stehen vor einer doppelten Aufgabe. Wir wollen Wähler gewinnen, um Bedeutung zu bekommen. Und natürlich ist es völlig richtig, dass das nur gelingen kann, wenn der Laden intern auch funktioniert. Aber wir haben, wie gesagt, nicht diesen Luxus, dass wir sagen, wir ziehen uns jetzt mal 2 Jahre aus der Öffentlichkeit zurück, bauen eine Akademie auf und wissen dann, wie es sein soll. Diese Wirklichkeit ist nicht vorhanden. Wenn wir diese 2 Jahre uns nehmen würden, vielleicht werden wir gezwungen. Dann müssen wir uns darauf einlassen. Aber eigentlich sollten wir jetzt alles dafür tun, die Doppelaufgabe hinzukriegen. Nämlich den Wähler zu bedienen und uns selber in Ordnung zu bringen. Mary, du hast recht, auch was den Lobbyismus angeht. Ne? Ist nichts per se etwas Schlechtes. Die Frage ist halt nur, welchen haben wir? Ne? Und es sind nicht alle Gruppen, die eine Lobby verdienen, entsprechend vertreten in der Politik. Das ist der eigentliche Kritikpunkt. Von daher danke, dass ich das präzisieren kann an dich. Rechnen kann ich übrigens auch nicht. Ich bin auch besser in Sprache. Aber Mathematik ist eigentlich ein Blick für Strukturen, für Muster. Also meine Mutter war im Kopfrechnen besser als ich. Das ist halt, ne? Es geht dann nicht nur um dieses, also auch da stimme ich dir zu. Jetzt habe ich eigentlich eine Rückfrage an dich, weil wenn wir es nicht schaffen und du hast auch so ein bisschen das geklagt, was ich auch beklage, wie in der Partei miteinander umgegangen wird, forderst du jetzt das Einhalten von Regeln ein? Naja, das mit den Regeln ist ja immer so ein Problem. Die Piratenpartei hat ja dieses Ideal, wir sind anders, weil wir die Regeln bis dato in gesellschaftlichem und anderen Kontext ja in Frage stellen. Das Ding ist, dass wir Anständigkeit, um es mal so spießig auf einen Punkt zu bringen, überhaupt nicht schaffen. Also wir sitzen zum x-ten Mal dann immer wieder, wenn irgendwas passiert, wenn wir gute Köpfe verlieren, da und sagen, ist ja ein bisschen doof und es ist alles tragisch. Aber auf der anderen Seite fehlt uns, ich sage es jetzt mal im Großen, Individuen sind da immer ausgeschlossen, aber im großen Ganzen fehlt uns ja diese Basis von Anständigkeit und Grundsätzen oder einem Grundregelsatz von anständigem Austausch und Miteinander. Wir sind sozial inkompetent in Höhen, die ich teilweise wirklich eigentlich mit irgendwie einer Medaille auszeichnen will, weil ich verstehe es nicht. Von daher, es gibt nicht alle Regeln sind per se schlecht und ich fände es ganz gut, wenn wir anfangen, wenigstens diesen Umgang irgendwie zumindest da ein Set zu bekommen, wo wir vernünftig miteinander umgehen. Ich finde aber auch, dass wir diese Schizophrenie innerhalb der Partei uns natürlich auch gleichzeitig. Also wir haben auf der einen Seite die Vorstellung, dass wir einen verwaltenden Vorstand haben. Ich sehe das komplett anders. Ja, ich finde, es gibt Verwaltung, das kann sein. Da gibt es Menschen, die können das gut, zu Recht. Die muss man anständig für den Scheiß bezahlen, die sie dann machen. Ja, ich verstehe nicht, warum wir zum Beispiel Schatzmeister haben, die irgendwie ewig viel Stunden und Gedöns in diese Prozesse investieren, keinen Cent dafür bekommen. Und zu Recht Menschen von außen überhaupt nicht durchsehen bei unseren Strukturen, weil wenn wir dann jemanden haben in diesem Vorstand, der dann auch sprechen oder die dann sprechen wird, sich hinsetzt in eine Talkshow beispielsweise oder in einem Interview unsere Positionen darlegt, irgendjemand sich total auf irgendwie hintergangen fühlt und dann eine Lawine von Hass-Tiraden lostritt, weil er sich oder sie sich missverstanden fühlt und das alles anders interpretiert hat. Also
ist ja egal. Ich sehe es so, dass ein Vorstand natürlich als Think Tank auch agieren sollte und Richtungen vorgehen geben sollte. Die Tatsache, dass wir es bislang anders gemacht haben, für mich sieht es so aus, wir haben es versucht, es hat nicht funktioniert. Ich fände es ganz gut, wenn wir jetzt das so machen, wie es in Berlin ist, dass Leute sagen, wir geben hier eine Richtung vor, weil wir haben ja diese lustige Klassensprecher-Tu-doch-was-Mentalität und wenn dann ein Klassensprecher oder eine Klassensprecherin was sich aus dem Fenster lehnt, wird sofort Zeta und Mordio gebrüllt. Und letztendlich haben wir viele Menschen bei uns, ich wage das jetzt mal so bösartig zusammenzufassen, Menschen, die nicht gefestigt sind in verschiedenen Sachen, also weder mental oder sozial oder in ihren Umgebungen oder in ihren Vorstellungen, die das super geil fänden, wenn sie da jemanden hätten, ich sage jetzt mal provokativ, die starke Hand. Ja, das haben wir ja dann auch, dass Leute irgendwie sagen, jemand muss doch mal was tun. Von daher, und außerdem Partei und Vorstand und Menschen, die da hinten stehen, bloß weil du einen agierenden Vorstand hast, der Richtungen vorgibt, heißt das ja nicht, dass andere Menschen nicht zum Zuge kommen, weil wir wählen diese Menschen ja da rein als Vertreter von uns selbst. Das heißt, die sind ja dafür gewählt, zu agieren in unserem Sinne. Und wenn sie das nicht tun, ist der anständige Weg, sie wieder abzuwählen, was wir ja dann auch tun, weil wir brüllen sie vorher an und zwingen sie zum Rückzug. Also Regel auf der einen Seite, auf der anderen Seite natürlich Wertschätzung und Akzeptanz von Fehlern, Toleranz von Fehlern und mal klarkommen, TM, und Mut zu haben, Richtungen vorzugeben und zu akzeptieren, dass Menschen das tun. Du hast dieses schöne Wort Anständigkeit vorhin genannt, Mary. Ich möchte meine Lanze für die Unanständigkeit brechen und versuchen, das Problem ein bisschen aufzudröseln. Wenn irgendwie ein prominenter Pirat im Fernsehen irgendeinen Mist erzählt, dann wäre man früher in den Keller gegangen und hätte die Wand angeschrien. Jetzt gibt es diese Verführung der Gegenöffentlichkeit Netz. Auf einmal kann jeder sprechen. Und jeder kann sofort, man hat vielleicht noch 3 Rotwein vorher getrunken, Rotwein macht aggressiv manchmal, mich zumindest, und haut dann auf Twitter so ein Ding raus, wo der andere das am nächsten Morgen liest und denkt, unter den Umständen habe ich keinen Bock mehr in der Partei weiterzumachen. Das heißt, wir haben dieses Das Problem ist zweigeteilt. Auf einer Seite sind wir die Kinder unserer Zeit. Ich habe es da vielleicht noch ein bisschen einfacher mit dem Keller die Wand anschreien, weil ein Großteil meines Lebens es kein Internet gab. Ich bin 57. Die anderen können jetzt sprechen und es fehlt aber noch diese Kulturtechnik, dieses öffentliche Sprechen auch vernünftig durchzuführen. Ich höre über Streitereien aus den anderen Fraktionen im Landtag von Nordrhein-Westfalen, ja, die schreien die Wand an, aber die schreien auch und da werden Türen geknallt oder sowas. Und bei uns knallen die Türen auf Twitter. Das ist dieses neue Muster des Zusammenbrechens der alten Wände von Privatheit und auf der einen Seite und auf der anderen Seite dem immer sprechen können. Und durch das immer sprechen können wird das Sprechen eigentlich entwertet. Wir haben die Balance da noch nicht gefunden. Aber deswegen, ich bin dir auch dankbar, Anständigkeit ist für mich überhaupt nicht spießig. Ich finde das ein ganz tolles Wort. Ja, ich glaube, dass Mary einen ganz wichtigen Punkt angeschnitten hat und das sind die innerparteilichen Lobbygruppen. Und das sollte man wirklich im Auge haben, denn es entsteht immer der Eindruck, gerade wenn du sagst, ja, jeder schreit dann auf Twitter und so, na, es ist ja nicht so, dass es Individuen sind, die da auftreten, sondern es sind ja auch Leute, die um Anerkennung buhlen in ihrer Peer Group. Also das sind schon Gruppen. Also was wir immer ausgeblendet haben, das liegt so ein bisschen auch an dieser Hackerkultur, ist, dass es nicht darum geht, dass jeder Pirat irgendwas tut, sondern dass es tatsächlich in der Piratenpartei nicht 33.000 Ideologien gibt, sondern tatsächlich Grüppchen. Also oft kleine Gruppen. Denn ich meine, die jetzt gerade das mit dem ABPT, mit dem außerordentlichen Parteitag, angestoßen haben, sind meiner Ansicht nach schon eine eher kleine Gruppe. Aber das ist genau der Punkt. Es gibt ganz viele Gruppen und ich meine auch das Konzept des Flügels passt da nicht mehr. Es sind einfach ganz viele Gruppen, informelle Netzwerke und mit diesen muss halt mehr gerechnet werden. Und was geschaffen werden muss, und da bin ich natürlich wieder bei meinem Lieblingsthema, ist tatsächlich eine Struktur, wo das transparent ist, wo diese informellen Gruppen
nicht einfach im Dunkeln in irgendeinem Hinterzimmer agieren und man weiß gar nicht so genau, was da passiert, sondern es geht darum, dass diese Gruppen halt auch irgendwie transparent sind. Und da muss man halt was schaffen. Und ich meine, der Punkt, wo die Piratenpartei ja schon mal hingedacht hat, ist eben, da so ein System zu schaffen, mit dem man eben sehen kann, wer mit wem verbunden ist. Und das, da muss man vielleicht vorantreiben. Vielleicht muss das noch anders geschehen, als es bisher passiert ist. Aber das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Aufgabe. Das ist nämlich, also ich meine, diese Gruppen sind ja möglicherweise auch was Positives. Das hängt eben davon ab. Aber sie sind halt nur dann positiv, wenn man alles durchschauen kann. Und deshalb, da muss dran gearbeitet werden. Und der andere Aspekt ist eben, wenn man die Piratenpartei vergleicht, jetzt mal so in der Anfangsphase oder sagen wir so 2009 bis 2011, und jetzt bemerkt man auch, dass eben gerade, weil die Leute halt eben in diesen Clustern oder wie man sie nennen kann, denken, dass da auch so eine gewisse Beschränktheit eingetreten ist. Also man macht nicht mehr so den großen Wurf, ist vielleicht auch so eine Ängstlichkeit, aber die ist eigentlich immer da. Aber da es darum geht, eben auch in seiner Peer Group zu bestehen, ist es für viele so, dass das irgendwie das Visionäre ausgeblendet wird, weil man dann eben vielleicht nicht mehr die Gruppe hinter sich hat. Und das, das muss auch irgendwie wieder zurückkehren. Und das kann vielleicht zurückkehren, auch dank einer stärkeren Transparenz. Wenn nämlich klar ist, wer mit wem und wie, dann kann man vielleicht auch mal einen Schritt wagen, vielleicht über die, deren Zustimmung man sich sicher glaubt, hinauszugehen. Das ist halt der Punkt. Und nur dann tritt halt wieder etwas Visionäres ein. Und das brauchen wir, glaube ich. Und der dritte Punkt, den ich noch sagen wollte, ist, kam vorhin in einem Gespräch mit Heiko Herberg schon mal vor, bevor die Veranstaltung begonnen hat. Da hat er gesagt, er sei europäischer Pirat, eben mit deutscher Nationalität. Und das ist eigentlich auch ganz, ganz wichtig. Das ist genau der Pluspunkt der Piraten. Es gibt natürlich bei anderen Parteien auch internationale Vernetzungen. Es gibt die Sozialistische Internationale, es gibt Grüne in verschiedenen Ländern. Aber ich glaube, das ist bei den Piraten nochmal was anderes. Durch das Internet sind die alle schon miteinander verknüpft. Ja, und das ist nochmal eine ganz andere Angelegenheit. Deshalb würde ich sagen, können eigentlich nur Piraten bestimmte Probleme gut angehen, weil immer gesagt wird, in Wirtschaftsfragen sind die Piraten nicht kompetent. Aber du hast das ja vorhin sehr schön vorgeführt, was eigentlich Wirtschaft heute ausmacht. Das ist eben genau diese Vernetzung. Und deshalb, braucht es da eben auch auf der anderen Seite eine vernetzte Öffentlichkeit. Und da sind die Piraten wahrscheinlich tatsächlich am weitesten. Und das muss auch meiner Meinung nach vorangetrieben werden. Und das ist auch der Grund, warum man nicht einfach sagen kann, okay, wir spalten uns oder wir gründen jetzt eine andere Partei oder so. Das passt nicht, weil wir dann eben auch diese europäische und internationale Vernetzung einschränken würden. Und von daher, denke ich, ist bei den Piraten schon, auch um es jetzt ein bisschen geschwollen zu sagen, die Zukunft zu Hause sozusagen, weil es eben hier diese internationale Vernetzung gibt. Aber das muss eben auch noch stärker betrieben werden. Und diese internationale Vernetzung mit den verschiedenen Lobbygruppen innerhalb der Partei zusammenzubringen, das ist halt eine ganz schwierige Aufgabe. Das ist auch nicht ein rein technisches Problem, klar. Also man kann ein schönes System machen, um dann hinterher irgendwie abzustimmen, aber das reicht ja nicht, wenn da nicht auch auf der sozialen Ebene entsprechendes geschieht und auch eine Bereitschaft da ist. Denn wenn keine Bereitschaft da ist, kann bei jedem System es trotzdem immer wieder neue Hinterzimmer geben. Und das ist halt dann das Problem. Also da muss sehr viel geschehen. Also ich glaube, das Piratenprojekt steht eigentlich sehr am Anfang. Und das Problem ist, dass viele Probleme überhaupt noch gar nicht erkannt worden sind. Und deshalb ist es, glaube ich, auch zu früh für den Abgesang. Also eigentlich müssen wir sehen,
dass wir diese verschiedenen Punkte alle eben bearbeiten. Und das dauert halt alles sehr lange. Also ich glaube, viele sind jetzt auch ausgestiegen aus Ungeduld, weil sie denken, es muss doch eigentlich alles schon fertig sein. Aber das geht halt nicht so schnell. Aber mal nochmal zurück zu dem, zu der Beschreibung, dass es eben diese Gruppen gibt. Was treibt die Gruppen eigentlich erkennbar? Die Inhalte oder das Ringen um Einfluss, um Macht innerhalb der Partei? Und ich denke, das Letztere im Moment, und zwar deshalb, weil wir keine übergeordnete Begrifflichkeit haben, die dazu beitragen könnte, diese Kämpfe rationaler zu machen und nicht nur sozusagen von den Zufällen, von den Überraschungen her sie leiten zu lassen. Und natürlich ist uns allen klar, dass das, was wir heute Morgen natürlich ansatzweise hier versuchen, nicht die Lösung ist, aber wir müssen sozusagen das, was wir hier jetzt begonnen haben, fortsetzen, weil ich sonst keine Einigungsmöglichkeiten in der Partei eben sehe. Wir haben diese Einzelprogramme, alles wunderbar, aber die Einzelprogramme verbinden, wie wir nun leider feststellen mussten, die Piraten nicht so, dass sie mit einer Stimme nach außen gehen oder mit einer starken Stimme nach außen gehen. Ein Wort vielleicht noch, dann höre ich auf. Weil du diese Frage gestellt hast nach dem, was die Leute treibt. Ich glaube nicht so sehr, dass es das Streben nach Macht ist an der Stelle. Ich glaube, es geht hier vor allen Dingen um Anerkennung. Aufmerksamkeit und Anerkennung. Und Aufmerksamkeit ist natürlich auch irgendwo Macht. Das ist klar, das berührt sich. Aber ich denke, es geht vor allen Dingen hier erstmal um Aufmerksamkeit. Deshalb ist es eben gar nicht so wichtig, dass man eben nur eine kleine Gruppe hinter sich hat. Also ich meine, warum macht jemand aus einer Minderheitenposition heraus so ein Theater? Das kann nicht daran liegen, dass er oder sie anschließend mehr Macht hat, aber es geht um Aufmerksamkeit und Anerkennung innerhalb seiner Gruppe. Und er hat den medialen Transporter, den gab es früher dafür nicht. Ja, klar, das kommt natürlich dazu. Und das ist, glaube ich, das Problem. Also von daher muss natürlich die Struktur oder das System, was hinterher daraus erwächst, auch diesen Wunsch nach Aufmerksamkeit und Anerkennung irgendwie befriedigen. Und das geschieht vielleicht noch nicht. Aber ich wollte nur sagen, zu dem, was du eben gesagt hast, plus eins. So, kleiner Themenwechsel. Du sagtest vorhin, Politik basiert weitestgehend auf Sprache. Das wird für die Zukunft nicht mehr ausreichen. Daran anknüpfend die Frage, sind unsere Politiker für das, was sie tun, falsch ausgebildet worden? Die Politiker, wenn man sich deren beruflichen Hintergrund anschaut, sehr, sehr viele Juristen eigentlich dafür ausgebildet, die Vergangenheit zu betrachten. Also irgendwas ist passiert, wer ist der Schuldige oder wer trägt den Schaden? Selbst wenn die mal in die Zukunft denken, dann einfach nur, um diesen Prozess des Zurückschauens vorzubereiten. Also wir machen einen Vertrag, damit wir dann, wenn wir irgendwann mal vor Gericht sind, dann wieder zurückschauen können. Juristen sind eigentlich nicht dafür ausgebildet, Zukunft zu gestalten. Brauchen wir da nicht viel mehr so Berufe wie Ingenieure, Informatiker und diese Berufe in den Parlamenten, um da weiterzukommen? Also einfach ja. Und wir brauchen vor allen Dingen Leute mit einer Übersetzungskompetenz. Das war vorhin Kern und Sprache, der Alexander hat es angesprochen. Bei Mary schimmerte das auch so ein bisschen durch. Der Martin hat es eigentlich auch gesagt, wir brauchen Leute, die unsere Sprechfähigkeit, auch unsere interkulturelle Sprechfähigkeit, weil das finde ich ein schönes Format, internationale Bewegung, wir sind die erste Partei, die eigentlich aus einer internationalen Bewegung heraus entstanden ist, um die auszubilden und auszuprägen. Unsere Politiker, die wir jetzt haben, auch die Piratenpolitiker, kommen aus einem Schulsystem, was linkshirnlastig orientiert ist. Wir wissen, warum jemand in Deutsch und Französisch im Abi eine 1 hat. Mathematiker und Musiker werden immer noch gezeugt. Da haben wir noch keine Idee, wie wir das richtig machen, weil Mathematik eigentlich eine Methodenkompetenz ist und in den Schulfächern werden die technischen
werden die Inhalte besprochen und die Methoden kreuzen immer die Inhalte. Das heißt, die industrielle Schule oder die Schule der Industriegesellschaft ist noch keine der Informations- und Wissensgesellschaft, sonst würden wir mehr wieder den Fokus richten auf das Ausbilden von Methoden. Also ich stimme dir dazu, wir hatten das in NRW neulich im Plenum, eine Omega-5-Wetterlage, CR1YF-Enzym beim Genmais 1507, da haben wir im Landtag darüber debattiert, ne? Ich habe als Naturwissenschaftler einen gewissen Vorteil, den spiele ich dann auch voll aus und dann sitzen da die Juristen mit solchen Augen. Ne? Aber es geht ja auch darum, sich gegenseitig sprechfähig zu machen, auch über Fraktions- und Parteigrenzen hinweg. Wir müssen da wirklich die Schulpolitik in NRW, MINT-Fächer, ne? Das ist auch wieder falsch. Ne? Sprechkompetenz hat da sehr viel mit Geisteswissenschaften, mit Logik, Rhetorik und so weiter zu tun. Da müssen wir unser Schulsystem langfristig verändern. Und es verändert sich schon. Weil das, was mein Sohn, der jetzt Physik studiert in Münster, gelernt hat, hat er zum großen Teil nicht aus der Schule, sondern aus dem Internet. Er hat aber eine Anleitung, wie man mit dem Internet intelligent umgeht. Das haben nicht alle Kinder. Das ist zum Teil eine Katastrophe, was Lehrer da Kindern zeigen im Internet. Also da ist eher das Lehrer-Schüler-Verhältnis umgedreht. Ich stimme dazu, die Politiker hinken auch so ein bisschen hinter der Zeit. Wir arbeiten nach meiner Auffassung auf der falschen medialen Folie, aber mit der neuen kann man noch nicht sofort arbeiten, weil es auch Ängste gibt. In den öffentlichen Verwaltungen gibt es beispielsweise sowas wie eine Krankheit, die nennt sich PowerPointitis. Das ist eine Entzündung, ja? Da werden Folien rumgeballert oder sowas. Im Plenum gibt es noch nicht mal das, dass man gezielt in einer 5-Minuten-Rede Block 1 mal eine Grafik zur Vermögensverteilung in Deutschland zeigt. Ich habe das mal gemacht, ich habe ein Blatt Papier hochgehalten, ne? War auch irgendwie neu, haben die komisch geguckt. Da müssen wir aber hinkommen. Also ja. Ihr seid eingeladen. Ich denke, wir werden noch so 10 Minuten. Ja, der Kameramann meldet sich zu Wort. Also ich glaube, dass viele Verhaltensweisen, die die Menschen so an den Tag legen, nicht zu ändern sind. Oder zumindest sehr, sehr viel Zeit benötigen, damit sie sich ändern. Und ich denke, dass diese Rudelbildung, die wir da haben, und die Rudel, die bekämpfen sich ja dann auch, werden wir nicht verhindern können. Also nicht in 100 Jahren, vielleicht in 200. Das heißt, all diese Theorien sind zwar sehr interessant, aufschlussreich, aber ich fürchte, wir müssen andere Methoden finden, um weiterzukommen. Zum Beispiel eben den Wahlkampf so gestalten, so glaubhaft zu machen, die Themen so ranzubringen, dass meine Mutter versteht, was wir wollen. Versteht sie nämlich leider nicht, obwohl ich sie ihr schon oft versucht habe zu erklären. Und das hinzukriegen ist die Kunst. Die Menschen reagieren ja sehr intensiv auf Rhetorik. Also wenn da einer vorne steht und gut sprechen kann, dann wird er auch gewählt. Ob der was drauf hat, ob der die Vision hat, ob der die Menschheit voranbringen kann, steht auf einem ganz anderen Blatt. Und deswegen glaube ich, dass wenn wir jetzt zum Beispiel Mathematik, also Leute, die eher Mathematik bevorzugen, einen Vorteil verschaffen sollten oder vielleicht sogar eine Quote einführen oder solche Sachen, das ist alles nicht hilfreich. Wir haben ja zum Beispiel im Bundestag sehr viele Lehrer drin. Warum? Weil die eben rhetorisch ausgebildet sind, weil die das eben von Natur aus oder in ihrem Beruf eben intensiv üben konnten. Und dadurch werden sie eben gewählt. Ja? Die Beamten, die im Bundestag sitzen oder in anderen Parlamenten, die sind wahrscheinlich gewählt, weil sie Kontakte haben. Also wir haben ja vielfältigste Probleme, die man nicht in 100 Jahren ändern kann. Also alleine schon diese ganzen Seilschaften, die es gibt. Ich benutze jetzt absichtlich das Wort. Es gibt ja noch andere Begriffe. Ja? Aber man kommt ja dann immer ganz schnell in diese Verschwörungstheoretiker-Ecke. Aber Fakt ist, dass es überall Stammtische gibt, Seilschaften, wie auch immer. Und da sprechen sich die Leute ab und dann agieren die wirklich wie ein Rudel, nämlich abgesprochen. Ja? Und so ein Rudel, der sich einmal gebildet hat, der teilt sich dann vielleicht auch irgendwann mal. Wenn der zu groß wird, wenn die Konflikte zu heftig werden, dann teilt er sich. Und in so einer Phase sind wir jetzt. Also ich glaube, es ist alles ganz normal. Wenn da welche austreten, ist das überhaupt gar kein Problem. Da kommen wieder andere. Die passen dann vielleicht besser rein. Wir sollten uns da gar keinen Kopf machen, sondern uns einfach konzentrieren auf die Arbeit. Also weil der Rudel, der dann sich Piratenpartei nennt und zusammenhält,
der wird auch bestehen und auch Erfolg haben auf lange Frist. Aber es dauert natürlich noch ein bisschen. Und diese grundsätzlichen Probleme, die dauern viel länger, also 100 Jahre mindestens. Ja, du sprichst mir da wirklich, auch das mit der Verschwörungstheorie, diese Netzwerke, die ich da vorhin gezeigt habe, das sind Netzwerkstrukturen, das sind keine Verschwörungen. Der Glattfelder sagt das auch ganz klar in seinem Vortrag zu dem Paper. Und du sagst, die Menschen ändern sich nicht so schnell. Es gibt ein wunderbares Wort von Norbert Bolz aus seinem Buch Die unsichtbare Wirtschaft. Er hat gesagt, moralische Sollensforderungen an die Realität. Also wenn ich einem anderen Pirat sage, das war jetzt unmoralisch, du musst das und das und das tun, ne? Markieren genau die Stellen, an denen eine Gesellschaft nicht lernfähig ist. Das wirft dann bei mir die Frage auf, ich will ja immer konstruktiv sein, auch sprachlich konstruktiv. Wie müssen denn die Randbedingungen sein, damit sich dort Lernfähigkeit entwickelt? Muss das jetzt ein Druck sein, den ich ausübe? Muss das noch eine Regelvorgabe für die Regelvorgabe für die Regelvorgabe sein? Wir Piraten sind ja unglaubliche Regelfans, Satzungsdingsbums da. Wir haben 30.000 Leute, die super kompetent sind im Konstruieren von Satzungen. Was wäre, das ist eine offene Frage, die möchte ich jetzt auch gar nicht beantworten, was wäre zu tun, um diesen Lernprozess zu ermöglichen? Das wäre meine Frage. Also bei den Rudeln, also bei den Wölfen, ist das also oft so, dass die suchen sich dann Alpha-Tier. Also es bildet sich hervor. Ja? Also es gibt präsente Charaktere, die aber nicht unbedingt stark sind, also es sind nicht unbedingt die, die am besten beißen können oder so, sondern das sind oftmals die Intelligenten und Sozialintelligenten, also die ausgewogenen Intelligenten sozusagen. Das sind die, die sich als Alpha-Tiere durchsetzen. Und so ein Alpha-Tier oder vielleicht auch mehrere, also bei Wölfen sind es auch immer mehrere, es ist nicht eins, wie man mittlerweile weiß. Genau, in der Gefangenschaft ist natürlich alles anders, ist ja klar. Und diese Alpha-Tiere, die haben wir, glaube ich, noch gar nicht gefunden. Wenn wir die finden sollten, dann werden wir auch ganz schnell wieder Erfolg haben, glaube ich. Ja, ich wollte noch mal auf ein anderes Thema hinaus, nämlich, du sagtest ja vorhin, Joachim, also wir müssen eben offen sein und eben auch verschiedene Denkweisen zulassen, also meinetwegen auch Friedman und Hayek, ja. Das ist etwas, was mich eben auch sehr amüsiert. Ich hatte während des Studiums eben eine heiße Diskussion, als ich eben so Parallelen zwischen Marx und Popper herausgestellt habe, die es ja auch gibt, die aber im ideologischen Kampf immer wieder übersehen werden. Nicht? Und das ist mir eben auch wichtig für die Piraten. Nicht? Also selbst wenn ich, und das ist bekannt, auch fordere, immer eine klare Position zu haben oder einen klaren Standpunkt zu haben, ja, so möchte ich doch in einer Partei auch verschiedene Standpunkte vertreten wissen. Nicht? Weil wenn alle meinen Standpunkt haben, dann wird es langweilig. Ja? Dann finden auch keine interessanten Diskussionen mehr statt. Nicht? Also gerade wenn man, und ich nehme für mich auch nicht in Anspruch, dass ich Recht habe, ja? Sondern es ist mein Standpunkt und ich gehe besten Glaubens und Gewissen davon aus, dass das das Richtige ist. Aber ob das wirklich richtig war, was ich gedacht habe, das weiß ich ja erst in der Zukunft. Ja? Und insofern, weil wir so in die Zukunft gehen und selber gar nicht wissen können, ob unser Standpunkt so der richtige ist, ist es ja diese Diskussion zwischen verschiedenen Standpunkten so fruchtbar. Ja? Aber das Ganze muss natürlich schon getragen werden von einem gemeinschaftlichen Geist. Ja? Und der ist, das heißt, es geht nicht darum, hier beliebige Standpunkte zu haben, nicht? Sondern dieser gemeinschaftliche Geist muss schon eine Utopie, eine Vision haben. Nicht? Und ich glaube, das ist im Moment bei den Piraten so das Problem, dass ihnen diese gemeinsame Vision oder Utopie, die sie am Anfang vielleicht mal hatten, ein bisschen verloren gegangen ist. Und da müsste man eben wieder stärker hinauf und sagen, was war das eigentlich? Nicht? Und letztlich ist, gut, man kann Standpunkte links oder konservativ oder wie auch immer etikettieren, letztlich ist das nicht so entscheidend für diese gemeinsame Vision. Und das Problem, was ich erkenne, selbst wenn es da nur kleine Gruppen sind, die jetzt also wirklich sehr hartnäckig und sehr böswillig agieren,
man darf eben auch nicht vergessen, dass es eben bei vielen Piraten eben auch am Anfang eben durchaus eine gewisse Linksphobie gab. Ja? Also, das heißt, viele gute Ideen der Linken, die sie vielleicht selber hatten, gar nicht damit verorten konnten, sondern gesagt haben, wenn irgendwas von links kommt, ist das schlecht. Ja, und das ist ein Problem, darüber müssen wir auch dann noch intensiver reden. Ja, super Aufschlag, Alexander. Ich stimme dir voll zu. Ich glaube, was bei uns aus der Balance geraten ist, jetzt mal unabhängig von den Färbungen, es gibt viele Piraten, die haben in sich so bei ganz bestimmten Punkten, nur punktuell, so einen individuellen Fundamentalismus entwickelt. Und das dialektische Wechselspiel zwischen Fundament und Horizont ist zugunsten des Fundaments, also einer Starre, aus der Balance geraten. Horizont wäre die Vision, wäre alles fließt, Heraklit, und das andere mit dem starren Fundament, der starren Welt, wo gar nichts passiert, wäre jetzt der Parmenides. Das gab es schon im... Dieses ist völlig aus der Balance geraten und die Fundamentalismen prallen aufeinander und keiner ist in der Lage, sag mal, das Standbein zu wechseln, mal zu sagen, hey, ich akzeptiere dich in deinem Anderssein, ich finde deine Meinung irgendwie nicht so, aber lass uns doch über was anderes reden, vielleicht ergibt sich über einen Umweg eine gemeinsame Lösung jenseits unserer beiden Standpunkte. Das wäre für mich ein konstruktiver Umgang. Also du sprichst mir völlig aus der Seele. Und was die Linksphobie angeht, noch ein Wort dazu. Ja, viele, wenn man im klassischen Orientierungsraster denkt, was von der Klasseneinteilung ausgeht, dann gibt es Piraten, die diese Linksphobie haben. Ich würde sogar sagen, es gibt einige mit einer Marxphobie, was mir sehr leid tut, weil Marx sehr viel auch zur Wirtschaftstheorie beigetragen hat. In Harvard wird er unterrichtet, in Deutschland mittlerweile nicht mehr. Die Linksphobie ist übrigens etwas, was man in den VWL-Lehrstühlen in ganz Deutschland findet. Da gibt es ja eine Modellverarmung, die ist ja eigentlich eine Katastrophe. Jetzt haben wir den Piketty. Die Linken finden den doof. Und weil der gesagt hat, Marx interessiert mich nicht, ich mache eine Datenanalyse auf der Basis von Big Data. Was haben wir jetzt? Genau wie die Glattfelder und die anderen Leute. Jetzt haben wir den unglaublichen gesellschaftlichen Effekt in den USA, dass er dort schon Rockstar-Qualitäten liest. Und man kann jetzt, weil Piketty das Buch geschrieben hat, weltweit über Vermögensverteilung diskutieren, ohne gleich das Stigma, du bist Marxist, auf die Stirn gedrückt zu kommen. Das ärgert natürlich die Linken, das ist klar. Mich persönlich, ich sage, der Marx gehört für mich immer dazu, Profitrate und so, das sind ganz wesentliche Erkenntnisse. Aber da ist jetzt wieder was in Bewegung geraten. Und das zeigt auch mir, worüber ich in dem Beitrag für Peirader argumentiert habe, dass wir dieses alte Links-Rechts-Schema da verlassen müssen. Wenn man sich einordnen will, kann man sagen, klar, ne? Wir sind ein Opfer dieser neoliberalen Marktradik, die Kapitalismus synonym zur Marktwirtschaft nimmt, was falsch ist. Das ist eine demagogische Gleichsetzung. Und auf der anderen Seite sind wir natürlich, wir sind liberal, wenn es um die Bürgerrechte geht, und wir sind links, wenn es um Sozialpolitik oder sowas geht, um das Sorgen für das Gemeinwohl. Ne? Ich habe irgendwann gesagt, im Wahlkampf 2012 und auch danach im Bundestagswahlkampf, wir Piraten müssen es schaffen, die FDP und die Linken im Bundestag zu ersetzen. So, ich weiß nicht, ob, ne? Also die alte FDP, die es ja nicht mehr gibt, also da wird ja eigentlich gar nichts ersetzt. Aber es fehlt ein liberales oder das Moment der Libertas zu sagen, ich engagiere mich aus freien Stücken für das Gemeinwohl. Wenn wir uns darauf verständigen können, also werden wir eh keinen Stress miteinander. Ja, aber dein letzter Beitrag fordert dann ja doch nochmal ein, darüber nachzudenken, wie sieht dann die Begrifflichkeit aus. Ob wir nun sozusagen die Lage in der Welt visualisieren, oder der Einzelne von uns merkt, dass alles sozusagen, wie es von Marx vorhergesagt wurde, auf die Machtkonzentration zuläuft, das wissen wir alles. Was wir aber nicht haben, offenbar, ist die Linke und die FDP unter unserem Dach zu vereinen, weil wir deren Begrifflichkeiten so nicht aufnehmen können und wollen, aber auch keine neuen Begriffe haben. Aufklärung 2.0 ist sicherlich eine richtige Aufforderung zur gedanklichen Arbeit, aber ist noch keine Begrifflichkeit, um eben, wie gesagt, diesen Prozess, der natürlich wunderschön wäre, dass die anderen überflüssig werden und wir mehr werden. Wir müssen es angehen.
Aber wie? Ein Gedanke. Die linken Utopien auf Marx gründend gehen immer auf die Richtung Gleichheit. Die wollen ein neues Menschenbild. Der Mensch muss verändert werden, damit er dieser Idee überhaupt gerecht wird. Daran sind die Kommunisten, die sozialistischen Projekte gescheitert. Und wir sind eigentlich, wir haben eine linke Utopie im Sinne von sozialer Gerechtigkeit, aber gleichzeitig liberaler Vielfalt. Also wir wollen eigentlich nicht die Menschen zu einem Menschenbild formen, also alle gleich, sondern wir wollen diese wunderbare Vielfalt haben, was immer das ist, nicht nach einem, das ist das Liberale, aber gleichzeitig wollen wir eben eine soziale Gleichheit, nicht im Sinne, sondern eine soziale Chancengleichheit haben, die aber nicht eine absolute Gleichheit ist, sondern so vielleicht nur so eine Bandbreite, ne? Sodass man in dem Spielraum die Vielfalt sich ausleben kann. Wenn die, was wir momentan haben, ist, dass die Ungleichgewichte so groß sind, dass die Vielfalt, die Masse wird gleich, unten und oben wird sie auch gleich und dazwischen ist gar nichts mehr. Dieser Mittelstand, dieser Mittelbau bricht weg und dadurch bricht die Vielfalt weg. Und das ist, unsere Vision sollte eigentlich sein, eine Gesellschaft, die mit so einem BGE als Grundlage für die Vielfalt, für die Gleichheit oder für die Gleichgerechtigkeit und darüber die Vielfalt ermöglichen. Da kann es dann so ein Zivilkapitalismus sein oder liberale Gedanken, eben nicht einschränkend, nicht gleichmachend, nicht planerisch und sowas in der Richtung. Also das Michael, danke. Das mit der Gleichheit, das ist ja auch im weiteren Sinne, könnte man wieder den Bolz anbringen, sowas wie eine moralische Forderung und das ins Negative übersteigert ist das, was wir aus dem vorigen Jahrhundert noch kennen. Das ist diese Armee der gleichgekleideten chinesischen Bürger, wo das da ins Negative schlägt. Als linke Utopie, die ins der Gleichheit, die ins Negative umschlägt und auf der anderen Seite das im Westen. Ich möchte mal auf den Marx eingehen. Bei Marx ist ja das Verrückte, dass die soziale Utopie, die Marx geschaffen hat, interessanterweise nicht in den Ländern deutlich gegriffen hat, für die er sie gedacht hatte, nämlich für die Industriegesellschaften, sondern in zwei großen Staaten, die hauptsächlich agrarisch strukturiert waren, die aber durch den real existierenden Sozialismus in die Industriegesellschaft gekommen sind, nämlich China und die UdSSR. Also was die Vorhersagefähigkeit da angeht, Arbeitsbegriffe, so alles mal gar nicht drüber reden. Aber mir fällt in dem Punkt der Daniel Bell ein. Stichwort Gleichheit, Vielfalt, weil man muss, wenn man mit diesen Worten operiert, ganz schwer aufpassen, dass man nicht in eine neoliberale, neoneoliberale Sprache verfällt, dieser Versprechen. Dieser US-Soziologe Daniel Bell hat den Marx relativ ideologiefrei analysiert und das, was ich gerade erzählt habe, ist auch nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern stammt von Daniel Bell. Er hat aber gesagt, der Kapitalismus hat die Kulturkrise eingebaut. Auf der einen Seite gibt es diese Forderung nach Effizienz und Effektivität im wirtschaftlichen Prozess unter den Randbedingungen der Ökonomisierbarkeit und auf der anderen Seite gibt es das Versprechen nach Selbstgenuss und Selbstverwirklichung. Das, was auch in den Burnout führt. Ne? Wenn man an der Stelle ansetzt und dann mit Hilfe von ein bisschen Marx Wirtschaftsgeschichte, kriegt man dieses chancengerechte, aber für jeden ist gesorgt, ne? Eigentlich sind die Piraten doch angetreten, um die Menschenrechte zu erweitern. Sowas wie BGE, was ja eigentlich eine Kernidee ist. Wir haben das Recht auf Religionsfreiheit, Recht auf Sexualität, Recht auf Dingsbums. Das ist ja alles gar nicht lebbar, wenn ich die Brötchen nicht habe. Aber das Grundnahrungsmittel, die Grundversorgung, das Dach über dem Kopf, die Heizung, der Strom, Bildung als Grundnahrungsmittel, da wo ich ein Recht drauf habe, ne? Das ist das, wofür wir Piraten einstehen. Daraus müsste man jetzt, um auf deinen Punkt zurückzukommen, diese eine Idee erzeugen, unter der sich meinetwegen Linksflügler und Rechtsflügler und wer auch immer vorne, hinten versammeln können und sagen können, hey, das ist unser Programm. Und dafür ein Label finden. Leute haben sich den Kopf zerbrochen. In NRW gibt es die wunderbare Melanie Kalkowski, die Platz 1 Bundestagswahlliste war, die hat zusammen mit dem Nico Kern mal irgendwie humanprogressiv. Ja, verstehen wir alle dasselbe darunter. Wir haben durch die Prägung ungefähr ein Verhältnis davon, was sozialliberal ist, weil das in der Geschichte eine Rolle gespielt hat. Wir wissen auch heute, dass das Nummernschild verrostet und verbrannt ist, dadurch, dass es viele von uns, übrigens die im mittleren Alter befindlichen, auch in meiner Fraktion, sind durch die Agenda 2010 erst politisiert worden. Ne? Bei mir war das früher, aber ich hatte die Partei noch nicht gefunden, weil ich war schon immer Pirat, blödes Wort, aber egal. Nein, ne? Ich habe mit den Grünen mal geliebäugelt, Martin. Ne?
da ist so ein Aspekt der Rationalität bei uns, der Wissenschaftlichkeit. Da habe ich auf einer Demo, ich hatte einen alten Käfer, da war die Anti-Atom-Sonne drauf, sogar die mit der Faust raus. Und da stand drauf Kernkraft, nein danke. Und die Frau sprach mich an und sagt, Joachim, das muss Atomkraft heißen, weil das klingt viel gefährlicher. Ich habe gesagt, okay, das ist nicht meine Partei. Ja, weil, ne, nicht mal das Wort wird mehr reflektiert. Ne? Also da, deswegen habe ich eigentlich gewartet bis 2009, um dann in eine Partei einzutreten. Vorher gab es da nichts. Ne? Also dieses Gemeinsame, ne? Wo man Gleichheit in viel. Was haben die Brasilianer? Ordnung und Fortschritt ist furchtbar. Ne? Technokratischer Staat eigentlich, der schlecht operationsfähig ist. Und könnten wir uns was auf die Fahne schreiben? So ein Kompositum, nicht wie sozial und liberal, sondern noch am Grübeln. Ich denke, wenn wir uns mit Metaplan eine Woche lang einschließen und mit einer Kiste Bier oder Rotwein oder was, dann kommt da auch was bei raus. Wir sollten das mal tun. Also ich kann nur sagen, dass ich mit Frank Schirmacher vor ein paar Wochen noch 5 Stunden darüber diskutiert habe und wir haben beide so Brainstorming gemacht. Also ich weiß nur, dass er an die Idee der Piraten geglaubt hat. Immer noch mehr als viele Piraten an sich selbst. Und zweites fällt mir noch ein, wir haben im Moment eine real existierende Utopie, die Wirklichkeit ist, mit einer Lüge, mit einem Mythos vom reinen Markt. Der reine Markt sagt uns, ihr müsst euch nicht ändern, ihr könnt so bleiben, wie ihr seid. Das ist der Vorteil von diesem Kapitalismus. Jeder kann so bleiben, wie er ist, individualistisch. Die einzige Regel, die für euch gilt, für alle Menschen, egal welcher Herkunft, welches Geschlechts, welcher Hautfarbe, ist, habt ihr Geld oder habt ihr keins. Spielt ihr nach den Regeln des Marktes. Das ist eine Gleichmacherei, die keine andere Utopie bisher erreicht hat. Im Kapitalismus sind wir alle gleich, solange wir Geld haben. Ja, aber das ist diese Regel und nach der leben wir. Und diese wird von den meisten Menschen akzeptiert, weil sie, das ist so eine Art, die Menschen finden alle möglichen Wege, sich wieder voneinander zu unterscheiden und haben eine hohe Motivation, anders zu sein als der andere. Und der Kapitalismus bietet das scheinbar momentan am meisten. Jeder kann sich in diesem jetzigen System, wenn er genug Geld hat, wenn er sich in die Regeln des Marktes einfügt, absetzen. Und die böse Botschaft ist, also ich habe das mit ganz vielen Menschen diskutiert, wenn du es nicht schaffst, dann liegt es an dir. Das ist diese Lüge, jeder, also ich gehe jetzt in die Schule und ich muss meinen Schülern eigentlich mitteilen, vom Lehrplan her, jeder von euch kann es schaffen. Ihr müsst nur fleißig sein, ihr müsst mir zuhören, ihr müsst einen guten Abschluss machen und dann steht euch die Welt offen. Das ist die größte Lüge, die es überhaupt gibt, weil man muss verdammt viel Glück haben. Und wir sind die einzige Partei, die es begriffen hat, dass diese Arbeitsgesellschaft, die sie jetzt ist, mit Lohn- und Erwerbsarbeit, nicht mehr weiter existieren kann. Es gibt nicht genügend Arbeit in der Zukunft. Wir haben eine riesige Produktivitätssteigerung. Das heißt, wir können uns leisten, arbeitslos zu sein, die Arbeit los zu sein, ohne zu verhungern. Es müsste heutzutage keiner verhungern. Wir haben ein Schlaraffenland an Überangebot. Wir haben materiell viel zu viel und immateriell viel zu viel. Und genau da, in diesem Bereich, können die Piraten in ihrer Vielfalt reinstoßen. Mich verwirrt völlig dieses, also ich mag jede Gruppe hier bei der Piratenpartei und ich finde es auch super, wenn Leute sich organisieren und mal sagen, wir machen mal eine Gegenbewegung gegen diese etwas liberalere Richtung und organisieren uns und gucken, dass wir Mehrheiten kriegen. Besetzen entsprechende Gremien, ist doch alles okay. Das einzige Fehler, den sie machen, wenn es dann intransparent und wenn sie selber faul spielen, das Gleiche, wenn sie mit der gleichen Münze zurückzahlen, die sie vorher bekommen haben. Also, dann wird es halt blöd. Ansonsten, ich liebe ja Vielfalt. Also wir wollen ja, ich meine, nichts langweilt mich so sehr wie meine eigene Meinung. Also das ist das, was am Herrn Schirmacher so besonders war, dass er andere Meinung super fand. Also er war diese Offenheit und er hatte eine Stärke, in dem anderen mehr zu sehen als der andere in sich selbst. Und ich kann nur sagen, er hat in den Piraten mehr gesehen als viele von uns selber. Und was wir in diesem kleinlichen Krieg machen, mit ein bisschen Anerkennung auf kurze Distanz, das ist eigentlich traurig, weil wir so eine riesen Herausforderung haben und so viel Riesenpotenzial und wir haben so tolle Leute in der Piratenpartei und die Mehrzahl in der Piratenpartei ist aus meiner Sicht durchaus sozial kompetent. Nur ist das die schweigende Mehrheit. Also die sind sprachlos. Ja, ich meine, was willst du denn machen? Ich stehe da, wenn ich gucke auf Twitter
und sehe dann Leute, die ich beide mag, sich unterirdisch streiten. Was will man denn danach machen? Ich sage, bitte, habt euch lieb, geht ein Bier trinken zusammen und manchmal sind es so Leute, die nicht mehr in meiner Partei sind. Ich meine, ich habe so Ekleas und Simon Lange, sage ich, Leute, ihr streitet euch seit Tagen, Wochen, Monate so aneinander ab, ihr müsst euch lieben, das ist Hassliebe. Also ihr könntet eine Ehe eingehen. Ihr beschäftigt euch so sehr miteinander, geht ein Bier trinken und guckt, was da so an euch interessant ist gegenseitig. Das ist jetzt nur ein Extrem. Ja, ich meine, Leute, und noch zu dir, Verwirrung ist gut. Also ich werde meinen Schülern sagen, ich werde ja Chemie- und Physiklehrer und wenn es euch wehtut und wenn ihr verwirrt seid, dann ist es super. Das ist das Zeichen, dass ihr was Neues lernt. Also Gotthard Günther, ich bin ja ein promovierter Chemiker, es ist sowas von anstrengend für mich. Momentan bin ich so verwirrt, weil ich so viel lese. Ich kann kaum einen vernünftigen Gedanken formulieren, also es ist anstrengend. Ja, also im Moment ist bei mir so ein Chaos. Also Chaos im Sinne von produktiver Unordnung. Das heißt, ich bin auf, viele meiner Gedanken sind unterbewusst, intuitiv, schon ganz woanders, auf einer höheren Ebene, die ich aber mit meinem Verstand noch nicht begreife. Also deswegen waren so Gespräche mit Herrn Schirmacher super, weil man kam da immer einen Schritt näher. Also man hat die Dinge, die man intuitiv, die wir bei den Piraten intuitiv spüren, weswegen wir unsere Freizeit ehrenamtlich dafür für wenig, also wer kriegt denn bei uns, ich meine, wir kriegen ja wenig zurück, Geld, Macht oder sonstiges. Warum machen wir das? Weil die meisten von uns intuitiv spüren, da ist was. Wir haben eine Herausforderung, wir sind in der Umbruchszeit und die Piraten sind eine Möglichkeit, diese positiv zu gestalten. Aber verdammt nochmal, also ich bin jetzt 2 Jahre dabei, Gedanken zu machen, wo geht der Weg hin und das ist Nebel. Ich komme immer so einen Zentimeter weiter und dann weiß nicht, was dahinter kommt. Es ist spannend und anstrengend, aber genau das ist das hat keine andere Partei. Ja, Hegel, ob es jetzt Hegel ist, ob es Gotthard Günther ist, ob es Kant ist, wenn man Kant in die neue Zeit transportiert mit seiner Aufklärung und mit seinem Weltbürgertum, mit den neuen Medien. Wenn man das weiterdenkt, das ist so produktiv, also Fusserle, oder wir haben so viel zu tun und wir streiten uns um so Kinkerlitzen. Mary, darf ich darum bitten, möglichst kurz und sozusagen mit einer Schlussbemerkung zu enden, die sozusagen den Gedanken nochmal aufgreift, in dem anderen mehr zu sehen als in sich selbst. Eine wunderbare Zusammenfassung einer Aufgabe. Ich bin ja für meine Prägnanz durchaus bekannt, nicht? Ich finde das sehr schön, was du gesagt hast. Ich würde da ganz, ganz kurz nochmal eingehen wollen auf die, uns wird vorgelebt oder uns wird gesagt, dass wenn wir hart arbeiten, es alles schaffen. Das ist der eine Gedanke. Der andere Gedanke ist aber, man muss gar nicht über den Kapitalismus oder den aktuellen Kapitalismus sprechen und sich darüber aufregen, weil die Gesellschaft als solche, unsere Gesellschaft, und ich meine jetzt nicht nur Berlin, sondern in ganz vielen anderen Städten in Deutschland oder Dörfern oder sowas, ja, auf dem Nukleus, unser unmittelbares Umfeld, straft ja diesen Gedankenlüge. Ja? Wenn ich sage, du schaffst das, wir sind super tolerant, du kannst alles machen, unsere Gesellschaft ist so fortschrittlich, ist sie ja nicht. Und das ist eben der andere Gedanke, dass wir selbst uns vormachen, dass wir alles schaffen können und dass wir alles erlauben und alles möglich ist. Das stimmt so nicht. Auch wenn du außerhalb dieses Rahmen, dieser Norm, die immer noch existiert im gesellschaftlichen Bild, in der Wahrnehmung, rausfällst, hast du einfach fast keine Chance oder weniger Chancen. Wenn du ein gefestigtes Umfeld hast oder sowas, dann kann das schon sein. Das heißt, mein Schlusswort wäre dazu, die Utopie von Piraten und unseren Ideen scheitert an der Wirklichkeit. Das ist das Problem. Dazu fällt mir Frau Schirmacher ein, dass unser Leben immer mehr von Logarithmen und Dingen bestimmt werden, die der offiziellen Botschaft Lüge strafen. Das heißt, wir werden immer mehr nach einem anonymen Bild und einem zweiten digitalen Ich geformt und beurteilt und unser wirkliches Ich spielt gar keine Rolle mehr. Und wir werden nur noch wahrgenommen als Individuum, wenn wir aus dieser Norm herausfallen. Das heißt, wenn wir dem Logarithmus nicht entsprechen, dann schlagen die Computer an und sagen, mit dem ist was oder mit ihr stimmt was nicht.
Algorithmus, ja, Entschuldigung, Algorithmus. Ja, so. Algorithmus, ja. Fallen die. Ja, ich bin noch im Wirrungszustand. Und das ist, da gehen wir mitten rein. Wir sind mittendrin von diesen Algorithmen ist ein, ich weiß, mathematisch. Algorithmen zu beherrscht zu werden. Und wir sind, also dieses, die müssen die Piraten begreifen und aufgreifen. Das ist, wenn wir, wer sonst? Ne? So. Also wir müssen Lebenslügen, Mythen angreifen, sichtbar machen und ergänzen durch andere. Das ist eine unserer Aufgaben. Und zwar ist auch bei uns selbst. Ich kann dem nur zustimmen. Die Voraussetzung ist allerdings, dass wir sehr viel Mut aufbringen müssen. Mehr als die anderen. Die anderen stehen ja ohnmächtig vor der Situation. TTIP. Die totale Entdemokratisierung findet statt. Und nur wenige setzen ihren Körper und nicht nur ihren Geist. Der Geist wird inzwischen von vielen eingesetzt. Aber der Körper gegen diese Ungeheuerlichkeit wird nicht eingesetzt. Snowden. Der Körper wird nicht eingesetzt. Es werden Petitionen geschrieben. Warum gibt es nicht? Es gab mal so einen Kanzler, der sagte, ich will hier rein. Warum ketten sich nicht vor dem Bundeskanzleramt die 30.000 Piraten nackt an, um zu sagen, ihr könnt alles sehen? Es gibt sozusagen, ja, ich sage die 30.000, es sind nicht drei. Also die Frage ist ja, was wir bisher nicht geschafft haben, ist Bilder herzustellen, die bewegend sind. Wir haben viel aufgeschrieben. Wir haben die richtige Grundlage, dass wir sagen, die Lüge-Vollbeschäftigung bedienen wir, indem wir ein bedingungsloses Grundeinkommen fordern. Es wird draußen aber nicht wahrgenommen, was das eigentlich bedeutet für ihren Alltag, für ihr Leben, was sie heute leben und nicht, wenn sie tot sind. Naja, aber also noch ein Abschluss. Wir sind ein bisschen so, wir haben die Rolle von den Ketzern damals von der katholischen Kirche, dass die Piraten müssen so ein bisschen die undankbare Ketzerrolle einnehmen, diese Vorreiterrolle, die mehr Prügel als Anerkennung bedeutet von der Gesellschaft, von der Mehrheitsgesellschaft, weil wir natürlich etwas ihre Ängste ansprechen und da, die Mehrheit wird uns erstmal verfluchen und verteufeln, weil wir ihnen Angst machen, weil wir das Bestehende angreifen. Und wir machen im Moment eher die andere Richtung, dass wir versuchen, wir müssen uns anpassen, Wahlstrategien, damit wir die restlichen auch noch ansprechen. Also wenn wir uns 85% nicht verstehen oder kennen, aber Ängste haben vor uns, dann werden uns vielleicht 15 wählen oder 10. Wenn wir 90% hinterherlaufen wollen, im Mainstream und Anerkennung suchen, als Ketzer kriegt man keine Anerkennung von der Mehrheit. Wenn wir ein wirklich Neues denken, dann müssen wir eine Phase akzeptieren, dass wir erstmal Prügel kassieren, dass wir virale Gedanken sehen und das dauert ein bisschen, die sich entwickeln und da müssen wir durch. Wenn wir zu schnell Anerkennung, zu schnell Erfolg wollen, wenn wir ungeduldig sind, werden wir scheitern, weil wir zu kurz springen. Lieber Michael, das mit dem Ketzer kann ich so nicht stehen lassen. Luther war auch einer und irgendwann gab es da eine deutliche Mehrheit. Interessanterweise parallel zur Entwicklung der Buchdruckkultur, was zu politischer Dezentralisierung führte. Die Kirche hat das gefördert, weil die geglaubt hat, hey, jetzt haben wir auch noch Schrift und alle lesen, und um da Gottes Wort zu verbreiten. Das Resultat war, die Leute sind nicht mehr in die Kirche gegangen, weil sie zu Hause in den Büchern lesen konnten. Und dann gab es auch noch andere Bücher und sowas. Ne? Wir brauchen jetzt nicht so ein Luther, sondern so eine lutheranische, in Anführungszeichen, Gruppe, die dasselbe, was Luther mit dem Buchdruck gemacht hat, mit dem Internet macht. Ja? So, also ich bin happy. Aufklärung 2.0 heißt heute Morgen, die Piraten müssen die Rolle des Ketzers annehmen, stärker als bisher. Ich danke euch. Und es steht noch viel Kuchen da und Kaffee gibt's auch. Und vielleicht möchte der eine oder andere nebenbei hier in Joachims Buch schmökern, Reflexion über Menschen, Medien, Netze und Maschinen oder was auch immer. Also, danke fürs Kommen.